Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Ich begrüße euch herzlich zu dem Livestream zu anlässlich des 150-jährigen Geburtstags von Rosa Luxemburg, der aber noch kommen wird. Unsere zwei Referenten müsstet ihr schon kennen vom vom Engels-Livestream, nämlich der Georg Fülbert und der Gerhard Meyer. Ich lasse die zwei sich am besten selber vorstellen. Genau, und es geht heute um Rosa Luxemburg. Und ich bin dafür da, um auf den Chat aufzupassen und dann später die Fragen zu stellen. Das heißt, ich bin nicht im Vordergrund. Ja, Georg, magst du dich selbst einleiten? Guten Abend, ich leite mich ein, indem ich zur Sache komme. Jedes Jahr ist ja ein Jubiläumsjahr. Nehmen wir das Jahr 2020, da war der 150. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Lenin am 22. April 1870 geboren. Wir wollten von der Marburger DKP aus auch eine Veranstaltung machen. Da kam nun die Pandemie und wir waren nicht fix genug, von analog auf digital umzustellen. Das ist ein schwerer Fehler. Muss irgendwann mal nachgeholt werden. Im November waren wir dann schon dabei. Da war der 150. Geburtstag, da war der 200. Geburtstag von Friedrich Engels am 28.11.1820. Da haben Gerd und ich ja schon gesendet dazu. Das kann man bei YouTube nachlesen. Und jetzt das Jahr 2021, das sind auch drei Leute aus der Arbeiterbewegung zu nennen als 150-Jährige. Am frühesten dran Friedrich Ebert. Stellt sich natürlich die Frage, ob wir von der DKP aus ihn würdigen sollen. Das hat sich insofern erübrigt, weil er inzwischen ja schon von Martin Schulz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Deutschland und auch durch den Herrn Bundespräsidenten angemessen gewürdigt ist. Am 13. August wäre Karl Liebknecht 150 Jahre alt geworden. Da werden wir uns auch bemühen, dass wir etwas anbieten können. Heute nun zum bevorstehenden 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg, am 5. März 1871 geboren. Unsere Darbietung gliedert sich in zwei Teile, in Predigt und Lesung. Also der Prediger bin ich. Und dann die Lesung, die wird von Gerd im Wesentlichen vorgenommen. Da soll Rosa Luxemburg zu Wort kommen. Das heißt, Gerd bringt möglichst viel Original-Sound von Rosa Luxemburg. Das ist der Kern der heutigen Veranstaltung. Ich bin sozusagen der Feldprediger, der da die Conferencier macht. Die Veranstaltung hat eine Gliederung. Erstens sagen wir etwas über den Lebenslauf von Rosa Luxemburg. Dann zweitens ihre Ökonomie, ihr Beitrag zu dem, was sie Nationalökonomie nannte. Drittens Theorie und Praxis der Politik. Und viertens natürlich dann, was aber bleibt. Einige werden sich wahrscheinlich dann auch schon ein bisschen was angelesen haben. Wer das noch vor sich hat, hat eine schwere Auswahl zwischen einer sehr, sehr umfangreichen Forschungsliteratur, die es schon gibt. Ich nenne aus dieser Literatur nur das jüngst erschienene Buch, keineswegs das am meisten erforschte, aber dieses Buch basiert eben auf dem, was viele andere vorher schon geforscht haben, von einem liberalen Mann. Der Verfasser heißt Ernst Pieper und das Buch heißt Rosa Luxemburg, ein Leben. Dann sollte man versuchen, sich noch zu beschaffen, ein Buch, das nicht mehr auf dem Markt ist, dummerweise, aber natürlich auf den üblichen Kanälen doch zu haben ist. Das ist Dietmar Dart, Rosa Luxemburg, 2010 erschienen bei Suhrkamp. Das ist nun geschrieben von einem Menschen, der alles gelesen hat und alles durchdacht hat und auf kürzestem Raum wirklich nicht einen Extrakt bringt, sondern eine Substanz des Denkens und Wirkens von Rosa Luxemburg. Also wer den Pieper jetzt in das dicke Buch nicht lesen will, aber das Wesentliche lernen will und mit nachdenken will, dem sei Dietmar Dart empfohlen.
zu Rosa Luxemburg nun, 1871 geboren. Ihr Vater war Holzhändler. Es war eine jüdische Familie, also durchaus eine, also dadurch durch den Beruf des Vaters, des Holzhändlers, durchaus eine bürgerliche Familie. Schon als Kind erlitt sie eine Behinderung an der Hüfte, konnte lange Zeit, durfte sie nicht gehen und war in einem Gipsverband. Und deshalb war sie zeitlebens auch leicht gehbehindert an der Hüfte. Als Schülerin war sie offensichtlich sehr begabt, aber zugleich auch schon aus der Art geschlagen, weil sie schon viel Politik gemacht hat. Sie hat sich dann einer Partei angeschlossen, die heißt Zweites Proletariat, eine Partei, über die sie dann in dem Text, den Gerd nachher verlesen wird, dem Bericht an den Dritten Internationalen Sozialistenkongress etwa sagt, naja, das war eher eine utopistisch linke Partei. Sie hat sich da schon so exponiert, dass sie flüchten musste und sie ging in die Schweiz, nach Zürich. Die Schweiz mit ihrem berühmten Asylrecht, mit einer Universität in Zürich, in der auch Frauen studieren konnten. Sie studierte Mathematik, Physik, dann Nationalökonomie und vor allem aber und zugleich, kann man sagen, machte sie Politik. In dieser Zeit war sie Funktionärin einer Partei, die heißt Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauen. Das klingt ein bisschen komisch, hat mit der polnischen Teilung im 18. Jahrhundert zu tun. Da ist ja Polen geteilt worden zwischen den Habsburgern, den Hohenzollern und dem Zaren, ne? den hat glatt vergessen. Und der russische Teil, der zaristische Teil Polens ist dann im Wiener Kongress 1815 wiederhergestellt worden als formal eigenständiger Staat, als ein Königreich. Deshalb nannte man es Kongresspolen. Allerdings dieses Kongresspolen war eben doch kein polnischer Staat, denn es war in Personalunion verbunden mit dem Zarentum. Das heißt, der russische Zar war zugleich auch König von Polen und Litauen. Polen blieb unterdrückt und da gab es nun eine eigenständige Partei, die Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauen, in Konkurrenz mit einer nationalistisch-sozialistischen Partei unter Józef Piłsudski. Aber wenn man die einzelnen Parteien durchgeht, in denen Rosa Luxemburg gewesen ist, bleibt eigentlich eine Überpartei, der sich immer am meisten zugehörig gefühlt hat, nämlich die Zweite Internationale. Das war ihre politische Heimat bis zum Ende, bis sie zerbrach 1914. Und da erleben wir sie zum ersten Mal auf der ganz großen Bühne, auf dem Dritten Internationalen Sozialistenkongress in Zürich. Da kreuzen sich nicht, aber gehen aneinander vorbei, ihre Wege und die Wege von Friedrich Engels. Engels hat am Schlusstag ja teilgenommen an diesem Kongress und am Eröffnungstag, da sollte sie eine Grußbotschaft der polnischen Sozialistinnen und Sozialisten verlesen. Also sie ist am Anfang, am Ende Engels, direkt werden sich nicht begegnet haben, aber sie hat dort gesprochen und das trägt Gerd Meyer nun vor. Guten Abend, ich heiße Gerd Meyer und möchte heute Abend einige kurze Passagen vorlesen aus dem Werk von Rosa Luxemburg. Es sind einige Texte zur Politik und zur Ökonomie. Die sind gesammelt in der Gesamtausgabe Rosa Luxemburg, gesammelte Schriften in Berlin, DDR, erschienen seit den 70er Jahren, gesammelte Werke. Das ist meine Quelle, aus der ich vorlesen werde. Der Zeitraum geht von 1893 bis 1919. Das erste Dokument, was ich vorlesen möchte, stammt aus Zürich, 1893. Warum ist sie in Zürich? Sie hatte in Warschau Abitur gemacht, wollte studieren,
Das war nicht möglich im Zaristischen Reich, auch nicht bei uns hier im Deutschen Reich oder in Österreich, wohl aber in der Schweiz, in Zürich, wo an der Universität schon seit 1840 Frauen haben studieren können. Sie studiert dann seit 1889, 90 Naturwissenschaften, Mathematik, dann Nationalökonomie und Staatswissenschaften, promoviert dann auch in Zürich mit einer Arbeit über die industrielle Entwicklung Polens. Im Jahr 1893 ist Rosa Luxemburg 22 Jahre alt, aber schon seit einigen Jahren, schon seit ihrer Schulzeit, politisch aktiv. Sie gründet mit anderen zusammen im Jahre 1893 eine kleine Zeitschrift in Paris, Sache der Arbeit, aus der sich dann diese Partei, die genannte Partei Sozialdemokratie des Königreichs Polen, später erweitert Sozialdemokratie des Königreichs Polens und Litauens, also SDKPIL, entwickelt hat. In dieser kleinen Partei ist Rosa Luxemburg bis zum Ende ihres Lebens in führender Position aktiv, gemeinsam mit ihren Parteikameraden Leo Jogiches, Machlewski, Warschawski. Das sind die vier, die dort aktiv gewesen sind und auch in der deutschen Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg eine führende Rolle gespielt haben. In dieser Partei war Rosa Luxemburg von Anfang bis Ende präsent. Im Rahmen des dritten Sozialistenkongresses in Zürich 1893 erstattet sie Bericht über die Arbeiterbewegung, die sozialdemokratische Bewegung in Russisch-Polen 1889 bis 1893. Aus diesem kurzen Bericht lese ich etwas vor, weil er einen Einblick gibt in diese werdende polnische, russische Arbeiterbewegung. Ich darf noch erwähnen, dass diese polnische Partei lange vor der russischen Sozialdemokratie gegründet worden ist. Die russische Partei ist erst 1898 in Minsk gegründet worden. Jetzt fange ich einfach an zu lesen. Bericht an den dritten Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongress in Zürich 1893 über den Stand und Verlauf der sozialdemokratischen Bewegung in Russisch-Polen 1889 bis 1893. Erstattet von der Redaktion der Zeitschrift Sprawa Robotnicza, Arbeitersache, Organ der Sozialdemokraten des Königreichs Polen. Genossen, es ist das erste Mal, dass die polnischen Sozialdemokraten aus dem Russland unterworfenen Teile Polens an eurem Kongress teilnehmen. Wir senden euch unseren Brudergruß und die frohe Botschaft, dass auch bei uns die sozialdemokratischen Prinzipien Wurzeln gefasst haben und trotz der Verfolgungen der mit einer rohen Polizeimacht verbündeten Bourgeoisie das rote Banner der Sozialdemokratie für die polnischen Arbeitermassen zum Leitstern ihres Emanzipationskampfes geworden ist. In den letzten 3 Jahren fanden etwa 30 Streiks statt, welche fast ebenso viele Gewerke betrafen. Diese in den meisten Fällen wesentlich erfolgreichen Streiks wurden unter der tätigen Leitung der sozialdemokratischen Organisation ausgefochten. Diese Ziffer, welche im westlichen Europa kaum nennenswert sein würde, hat bei uns eine ganz besondere Bedeutung, weil die Streiks hier mehr als irgendwo ein hervorragendes Mittel sind, die indifferente Masse aufzurütteln, sie zum Widerstand hinzureißen,
Es waren dies unsere ersten praktischen Erfolge. Sie beweisen klar und anschaulich die Bedeutung des solidarischen Klassenbewusstseins, enthüllten den prinzipiellen Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat, legten den Klassencharakter der Regierung bloß, wiesen auf die unumgängliche Notwendigkeit, beide zu bekämpfen, hin. Um diesen Kampf zu regeln und zu erleichtern, mussten die Sozialdemokratische Partei entsprechende Organisationen ins Leben rufen. So wurden Fachvereine gegründet, welche unmittelbare ökonomische Vorteile verfolgend gleichzeitig festen Boden für die sozialistische Propaganda bildeten. Zu demselben Zwecke wurden Bibliotheken und Lesezirkel eingerichtet. In den beiden Hauptzentren unserer Industrie wurden regelrechte Streikkassen angelegt, welche Hunderte von Arbeitern beitraten. Wir müssen alle Kräfte daran setzen, dem Zarentum eine demokratische Konstitution abzuzwingen. Diese Losung der Sozialdemokratie, der politische Kampf, der Kampf um Rechte und Freiheiten für das arbeitende Volk, ertönt am lautesten am Tage der Maifeier. Die Maifeier hat vom ersten Augenblicke an bei unserem Proletariat ihre volle Bedeutung gewonnen. Schon im Jahr 1890 feierten gegen 10.000 Arbeiter, hauptsächlich in Warschau, gemeinschaftlich mit den Arbeitern der ganzen Welt. Im nächsten Jahr war die Zahl schon auf 25.000 bis 30.000 gestiegen. Die Maifeier im Jahre 1892, an welcher in Lodz allein 80.000 Arbeiter die Arbeit niederlegten und welche infolge der Polizeiprovokationen so blutig endete, zog ihrerseits die Aufmerksamkeit von ganz Europa auf sich. Wer mehr über die Person Rosa Luxemburg, sagen wir, den privaten Menschen Rosa Luxemburg erfahren will, sei verwiesen auf ihre Briefe. Es gibt eine sehr schöne, in der DDR begonnene und im Wesentlichen dort auch fertiggestellte, jetzt fortgesetzte Werkausgabe. Und da gibt es mehrere Bände Briefe. Da weiß man, was ihre persönlichen Beziehungen waren, Beziehungen zu Frauen, Clara Zetkin, mit der sie eher eng befreundet war, dann die zweite Frau von Karl Kautsky, Luise Kautsky, dann natürlich auch zu Männern, ist klar. Und unter diesen Männern dann der Mann ihres Lebens, Leo Jogiches. Mit ihm war sie aus Polen gekommen. Auch er war ein Funktionär der Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauen. Er war der Organisator. Sie war Intellektuelle, studierte ja auch und verfasste schon wissenschaftliche Schriften, und er fiel dagegen ab. Er brachte nichts zusammen auf dem Papier, aber fiel in der Organisation. Sie war andererseits eben untergeordnet, was so die operative Tätigkeit anging. Also sie war wirklich doppelt belastet. Dann später, als sie nach Berlin gingen, verkehrte sich das Verhältnis. Da war er nur noch der Herr Rosa. Also man wusste gar nicht, was man mit diesen Polen da anfangen sollte. Aber das war auch nur Unwissenheit, denn zugleich war auch da der Organisator der Partei. Soweit das. Es gibt einen sehr schönen Band über ihre Beziehung zu ihrer Sekretärin. Meine liebste Mathilde, etwas merkwürdiger Titel von Heinz Knobloch, das ist die Biografie ihrer Sekretärin, Mathilde Jakob, die zugleich auch eine Biografie der späten Rosa Luxemburg ist. 1898 ging sie wollte nach Deutschland, kam aber natürlich als Ausländerin nicht nach Deutschland rein und musste eine Scheinheirat
eingehen mit einem Genossen Lübeck. Das verschaffte ihr die Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen, nach Berlin, und sie zog dann 1898 nach Berlin. Dort schloss sie sich natürlich sofort der SPD an und wurde dann Journalistin der führenden linken Zeitung, der linkesten Zeitung innerhalb der SPD. Das war die Leipziger Volkszeitung unter der Leitung des bedeutenden Historikers Franz Mehring. Dort veröffentlichte sie ihre ersten Arbeiten auf Deutsch, und man wundert sich, wie sie das geschafft hat, als geborene Polin in ihrer Nicht-Muttersprache dem Deutschen so meisterhaft sofort schreiben zu können. Gerd liest jetzt vor einen der ersten journalistischen Beiträge von ihr. Berlin 1899. Rosa Luxemburg war ein Jahr zuvor nach Deutschland übergesiedelt, war, wie wir gehört haben, Mitglied der SPD geworden, arbeitet an verschiedenen Zeitungen mit, Sächsische Arbeiterzeitung in Dresden und dann die bekannte Leipziger Volkszeitung. Sie wurde dort bekannt vor allem durch ihre Polemik gegen Bernstein, den bernsteinschen Revisionismus. In den Jahren 1898, 99 erschienen die Artikel von Rosa Luxemburg, nachher zusammengefasst unter dem Titel Sozialreform oder Revolution. In der Leipziger Volkszeitung erscheint am 4. Mai 1899 ein kleiner Artikel mit der Überschrift Nur ein Menschenleben. Der Artikel ist nicht gezeichnet, sein Symbol ist ein kleiner Anker gewesen. Lange Jahre war unbekannt, wer den Artikel geschrieben hat. Es war Rosa Luxemburg. Der Artikel besteht aus drei Teilen. Erstens eine kleine Berliner Lokalnotiz. Zweitens ein Kommentar von Rosa Luxemburg. Und drittens die Erzählung einer alten slawischen Legende. Leipziger Volkszeitung, 4. Mai 1899. Nur ein Menschenleben. In der Schönhauser Allee Nummer 54 hat am 26. des Monats der Handelsmann Wilhelm Histermann im Alter von 38 Jahren seine 8 und 6 Jahre alten Töchter Margarete und Erna getötet und dann sich selbst erhängt. In einem Briefe, den er auf dem Tisch gelassen, teilte er mit, dass die Not und die Arbeitsunfähigkeit infolge der zunehmenden Blindheit ihn zwängen, auf diese Welt zu verzichten, dass er eine bessere zu finden hoffe und die Kinder in ein besseres Jenseits mitnehme, um niemand die Last ihrer Erhaltung aufzuerlegen. Die Leichen wurden nach dem Schauhaus abgeholt. Der Brief ist aus dem Polizeigewahrsam an das Gericht übergegangen. Soweit die Berliner Lokalnotiz. Wieder fiel einer, von dem gilt, was ein polnisches Sprichwort sagt, bis die Sonne aufsteigt, frisst uns der Tau die Augen. In dem Augenblicke, als er mit dem Todes- und Mordgedanken rang, drang zu ihm durch das offene Fenster ein gemischter Chor menschlicher Lebensstimmen. Unten im Hofe klopfte der Bursche des Herrn Leutnants den Teppich und schäkerte dabei mit der rotwangigen Magd des Hauswirtes. Der Spengler im Nachbarhause hämmerte eintönig wie ein Specht mit hellem metallischen Klang. Eine Drehorgel begann die Trinkarie aus der Traviata und unterbrach sie plötzlich bei der barschen Verweisung des Portiers.
Von der Straße drang ins Zimmer das Rasseln der vorüberfahrenden Pferdebahn. Das Großstadtleben keuchte und polterte ringsumher. In der gleichen Stadt, auf derselben Straße, in demselben Hause, Wand an Wand, nur einen Schritt entfernt, wimmelten die Menschen, ging eifrig jeder seinen Tagesgeschäften nach, lief jeder seine Lebensfährte. Und keine Seele kümmerte sich um dies mit dem Verbrechen, mit dem Tode ringende Menschenleben. Niemand warf einen Blick auf das Elend, auf den Untergang dreier lebender Wesen. Nur eine dünne Wand, nur einige Schritte trennten den Unglücklichen von seinen Mitmenschen. Und doch lag zwischen ihm und ihnen ein unüberbrückbarer Abgrund. Es waren dieselben Menschen, sie sprachen dieselbe Sprache, waren vom gleichen Lande. Und doch wären sie vom anderen Weltteil, von anderer Rasse, wären sie vom Monde. Er konnte ihnen nicht fremder, nicht gleichgültiger, unbekannter sein. Die Gesellschaft, die Zusammenfassung der Einzelmenschen zur höheren Einsicht, das organische Ganze, war in diesem Augenblicke eine freche Lüge, ein Phantom. Sie existierte nicht, sie war nicht da, die Gesellschaft. Und doch fällt in jedem Augenblick irgendwo neben uns ein Opfer, unverschuldet, hilflos verlassen, mit einem furchtbaren Rätsel im Herzen, mit einer schrecklichen Frage auf den Lippen, mit einem erstaunten, hoffnungslosen Blick auf dies millionenköpfige und doch kopflose, mit Millionen Herzen schlagende und doch herzlose, Millionen Menschen umfassende und doch unmenschliche, taube, blinde, ungeheuer, die bürgerliche Gesellschaft. Es gibt eine unheimliche slawische Volkssage vom Vy, die also lautet: Es war einmal eine menschenbewohnte Stätte, in der böse Geister sich eingenistet hatten. Unsichtbar und nur wie leichte Schatten unter den Menschen huschend, trieben sie ihr Unwesen, schändeten und töteten und tranken Menschenblut. Unzählig und furchtbar waren ihre Verbrechen, so furchtbar, dass man sie einander nicht zu erzählen wagte. Und denjenigen, denen man sie flüsternd berichtete, wurden die Haare weiß vor Grauen. Und sie selbst wurden zu Greisen. Und kein Mittel, keine Rettung gab es gegen diese bösen Geister, da man sie nicht sah und nicht treffen konnte. Ob man sie wohl um sich fühlte und ihren unheimlichen Flug, ihre schreckliche Berührung spürte. Da verlautete es, nur eins könne die Macht der bösen Geister brechen, wenn der Weh, der in tiefstem Erdengrund verborgen lebende eiserne Mann mit den langen Augenlidern bis zum Boden, die bösen Geister erblicken und zeigen würde. Man ging den Vy suchen, fand ihn und führte den eisernen Mann mit schwerem Schritt und geschlossenen Augen zu der Wohnstätte der Bösen. »Hebt mir die Augenlider«, sagte Vy, und seine Stimme war wie das Knarren von verrostetem Eisen. Man hob mit Mühe seine schweren eisernen Augenlider, die bis zu seinen Füßen herabhingen. Er blickte auf und zeigte mit seinem eisernen Finger auf die böse Geisterschar, die im gleichen Augenblick sichtbar wurde und mit erschrockenem Flügelschlage gebrochen zu Boden fiel. Der eiserne Mann, der Mann der eisernen Muskeln, des eisernen Fluges,
des eisernen Hammers, des eisernen Rades. Der Mann der Arbeit ist gefunden. Er ist aus dem dunklen Erdengrund, wohin ihn die Gesellschaft verbannt hat, an die sonnige Erdoberfläche getreten. Man muss ihm nur die schweren Augenlider heben, auf dass er sieht und seine eiserne Hand streckt, damit die unsichtbaren bösen Geister, die die Menschheit seit Jahrtausenden plagen, ohnmächtig zu Boden sinken. Das nun war ein früher Text von Rosa Luxemburg aus der Leipziger Volkszeitung, für die sie jetzt schrieb. Zugleich im selben Jahr 1899 ist sie schon mitten im Parteigetümmel in der Auseinandersetzung mit Eduard Bernstein. 1905 bricht die Russische Revolution aus und da hält sie es natürlich nicht mehr in Berlin. Da muss sie hin und Anfang 1906 ist sie dann endlich dort und organisiert dort in der Revolution mit, wieder zusammen mit Leo Jogiches, wird dann verhaftet und ihre Familie muss einiges mobilisieren, um sie wieder rauszukriegen. Auch die deutschen Genossen helfen ein bisschen. Sie kommt also dann wieder raus, kehrt nach Berlin zurück. In Polen trennt sie sich dann von Leo Jogiches. Aber was heißt hier trennen? Die machen die ganze Zeit ja dann doch weiter Politik zusammen bis 1919. Also Jogiches kann überhaupt nicht aus ihrem Leben verschwinden. Als sie dann ermordet wird 1919, macht er sich sofort daran, die Mörder zu finden und zu identifizieren. Es gelingt auch, aber auch das bezahlt er mit seinem Leben. Er gerät dann auch in die Fänge der Reaktion und wird im selben Jahr wie Rosa Luxemburg auch ermordet. So viel noch zu den Wegen von Jogiches und Rosa Luxemburg. Sie ist weiter Parteijournalistin und nimmt dann teil an der Gründung der Parteischule der SPD 1908. Also es wird eine Art Kaderschule in Berlin gegründet zur Ausbildung der Funktionäre. Zu ihren Schülern gehört dort dann auch Wilhelm Pieck. Aus ihren Kursen für diese Parteischule, sie gibt dort Kurse über Nationalökonomie, entsteht dann 1913 ihr Hauptwerk, ihr ökonomisches Werk, das, was theoretisch wohl von ihr übrig bleiben wird in der Geschichte der Nationalökonomie. Titel des Buchs heißt Die Akkumulation des Kapitals, ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus. Sehr gefragt ist sie als Versammlungsrednerin, eine gefeierte Rednerin. Im heutigen Jargon würde man sagen, sie rockte die Säle, wo sie nun auftrat. In Wahlkämpfen war sie viel unterwegs, insbesondere in Schlesien, also dort, wo Preußen seine polnische Beute geholt hat im 18. Jahrhundert. Eine Rede ist sehr berühmt geworden, die Titania-Rede von 1913. Titania war ein Versammlungslokal in Frankfurt am Main, Bockenheim. Heute ist dort eine Tafel zu sehen. Und da spricht sie über den ihrer Meinung nach, wenn das so weitergeht mit dem Imperialismus, unvermeidlichen Krieg und über die Frage, wie denn nun das Proletariat sich dazu verhalten habe. Und dann bringt sie den Saal zur Begeisterung, indem sie sagt, wenn uns befohlen wird, auf unsere französischen und russischen Brüder zu schießen, dann sagen wir niemals. Der Saal tobt und Rosa Luxemburg kommt ins Gefängnis, weil das strafwürdig war, war Wehrkraftzersetzung. Sie wird also zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Diese Gefängnishaft tritt sie dann 1914
an nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und sie ist dann, nachdem sie diese Strafe abgesessen hat, immer wieder ins Gefängnis gekommen. Während des gesamten Ersten Weltkriegs ist sie in Haft. Die Revolution befreit sie. Sofort ist sie wieder aktiv. Sie ist dann in der Leitung einer Zeitung, der Roten Fahne, begleitet mit ihren Kommentaren die Revolution, gründet mit anderen zusammen die Kommunistische Partei Deutschlands an der Jahreswende 1918-19, gründet sie zögerlich, sie war da nicht so begeistert, darüber reden wir vielleicht nachher noch, und wird dann am 15. Januar 1919 ermordet. So viel nun zum ersten Teil. Jetzt zum zweiten Teil, Ökonomie. Rosa Luxemburgs Kritik der politischen Ökonomie in der Nachfolge von Karl Marx. Worum ging es? Ich will es vielleicht mal wirklich ein bisschen grundschulhaft anfangen, um dann zu zeigen, wohin sie dann abbiegt. Also mit der ganz simplen Frage, was ist eigentlich Kapitalismus? Ne? Ja, Kapitalismus besteht aus wenigen Buchstaben. G, W, W-Strich, G-Strich. G ist Geld, mit dem werden Waren gekauft, zum Beispiel Arbeitskraft, also Lohn, Rohstoffe, Halbzeug. Dann wird daran gearbeitet mit Lohnarbeit und so entsteht eine neue Ware, irgendein Produkt, das nicht identisch ist mit den Einzelteilen, die vorher zu seiner Herstellung verwandt worden sind. Das nennen wir nun W-Strich. Und wenn dieses W-Strich, diese Ware, verkauft wird, kommt wieder Geld raus, G-Strich, nämlich mehr Geld, als vorher investiert worden ist. Große Frage, wo kommt denn plötzlich das mehr Geld her? Dieses mehr Geld ist der Mehrwert. Ja, nach Marx'scher Lehre entsteht das dadurch, dass die Arbeitskraft, menschliche Arbeitskraft, mehr Produkte erzeugen kann, mehr Werte erzeugen kann, als ihre eigene Erzeugung nötig ist. Das ist der Überschuss, das ist der Mehrwert. So, was geschieht jetzt mit diesem Mehrwert? Dieser Mehrwert muss ja nun, wird zum Teil natürlich konsumiert von den Kapitalisten, aber der relevantere Teil ist das, was neu investiert wird. Wo wird es investiert? In die bestehenden Warenproduktion ja nicht, denn da sind alle Einrichtungen ja schon da. Die Arbeitskräfte sind da, die Rohstoffe müssen reproduziert werden, das Halbzeug. Aber der Überschuss, wo soll der denn hin? Mit diesem Überschuss muss wieder was Neues gekauft werden. Arbeitskraft muss gekauft werden. Es werden also Arbeitskräfte eingestellt, die vorher nicht auf dem Arbeitsmarkt waren, weil sie vielleicht als selbstständige Bauern gearbeitet haben. Dann Rohstoffe, die vorher nicht verwandt worden sind. Alles das muss dann wieder herbeigeschafft werden. Da wird der Mehrwert investiert. Und damit erweitert sich natürlich der Bereich des Kapitalismus. Der Kapitalismus bezieht immer mehr Bereiche in sich ein. Das lässt sich auch sozusagen geografisch zeigen. Zunächst einmal steht der Kapitalismus in Regionen, in Deutschland, also in Sachsen oder im Rheinland, dann in Mittelengland, später dann in Nationen, erfasst also ganze Länder. Dann überschreitet er die Grenzen der Nationen. Der Mehrwert fließt in Kolonien als Warenexporte, als Kapitalexporte. Dann holt er aus den Kolonien auch etwas raus, nämlich Rohstoffe von dort. Und so erweitert sich der Geltungsbereich des Kapitalismus immer mehr bis wann? Das fragt Rosa Luxemburg. Zunächst einmal kommt sie aber schon zu einer These. In der bisherigen Geschichte des Kapitalismus konnte der Mehrwert immer nur untergebracht werden, indem außerkapitalistische Bereiche in den Kapitalismus einbezogen werden. Die Welt ist rund und wenn der Kapitalismus einmal um die Welt rumgelaufen ist, ist er an seiner Grenze sozusagen. Was passiert dann, fragt Rosa Luxemburg. Dann sagt sie, dann ist seine Karriere des Vielfraßes, der nun alle anderen Ökonomien, feudale Ökonomien, halbe Urgesellschaften, später natürlich im 20. Jahrhundert auch den realen Sozialismus einfach auffrisst, beendet und der Mehrwert kann nicht mehr untergebracht werden. Das ist sozusagen so wie die Parallelen sich im Unendlichen schneiden, der Punkt, an dem der Kapitalismus praktisch nicht mehr weiter existieren kann. Das bedeutet nicht, dass es so lange dauert, bis er verschwindet. Er kann vorher gestürzt werden, aber das ist sozusagen die logische Rechtfertigung des Endes des Kapitalismus.
diese letzte Phase, in dem er nun sich über die ganze Erde erstreckt, andere Völker unterwirft, ist die Phase des Imperialismus. Und dahinter kann eigentlich nur noch das Ende des Kapitalismus kommen, wahrscheinlich dann in der proletarischen Revolution, wahrscheinlich auch noch vorher in der proletarischen Revolution, weil die Leiden, die diese Form des Kapitalismus, jetzt Imperialismus, den Menschen zufügt, sie zur Empörung treiben müssen. Eine wunderbare Anlagesphäre ist Rüstung und Krieg. Imperialismus und Krieg sind Produkte des Kapitalismus. Wenn man so will, könnte man sagen, dass Rosa Luxemburg eine Theoretikerin des Zusammenbruchs des Kapitalismus ist. Des Zusammenbruchs des Kapitalismus, anders als Karl Marx. Sie entwickelt ihre Theorie sogar in Auseinandersetzung mit Karl Marx, in einer Kritik an Karl Marx. Es gibt den zweiten Band des Kapitals. Da geht das viel harmonischer zu bei Marx als bei Rosa Luxemburg. Da gibt es verschiedene Anlagesphären. Da gibt es also die Produktion von Produktionsmitteln. Da gibt es die Produktion von Konsumptionsmitteln. Und Marx entwirft Schemata, wo er sagt, naja, der Mehrwert, der da erzeugt wird in der Produktionsmittelindustrie, der kann ja dann investiert werden in der Konsumgüterindustrie. Und der Mehrwert, der in der Konsumgüterindustrie produziert wird dort, der kann dann in der Produktionsmittelindustrie produziert werden. Da greift ein Rädchen ins andere, das macht einen ganz harmonischen Eindruck. Daraus entstand damals eine Diskussion in Russland. Russland war mitten in der Entstehung des Kapitalismus und das Kapital ist ganz schnell in Russland veröffentlicht worden. Erstens, weil es so dick war, dass die Zensoren keine Lust hatten, das zu lesen, also nicht ist von der Zensur freigegeben worden. Zweitens, weil es auch in Russland eine Schicht gab, liberale Fabrikanten, denen das viel Spaß machte, was der Marx da schrieb im zweiten Band, weil sie sagten, ja, ist eine rein harmonische Angelegenheit. Auch die russischen Sozialdemokraten, Lenin zum Beispiel, sind dieser Theorie von Marx, dass der Kapitalismus durchaus zunächst einmal in sich gut funktionieren kann, gefolgt, allerdings um den Preis, dass er damit auch seine Totengräber, das Proletariat erzeugt und damit sich selbst praktisch in das eigene Messer, das er da geschliffen hat, stürzt. Dann gab es noch die Volkstümler, die Vertreter der Bauernschaft, die sagten, das kann alles gar nicht stimmen, dazu ist der industrielle Kern zu klein. In dieser Auseinandersetzung mit einer Diskussion, die in Russland standgefunden hat, entsteht dann das Buch von Rosa Luxemburg, weil sie sagt, die haben alle Unrecht. Sie haben alle Unrecht und sie entwickeln dann die eigene Theorie, die ich hier knapp vorgestellt habe. Auch Marx hatte Unrecht, weil er zu wenige Variablen eingestellt hat in seine Richtung. Das ist die sehr grob und sehr vereinfacht, die Imperialismustheorie von Rosa Luxemburg. Sie ist viel diskutiert, sie ist viel kritisiert worden. Auch einer ihrer Genossen, Nikolai Bucharin, hat versucht, ihr nachzuweisen, dass sie zum Beispiel den inneren Markt vergessen hat. Sie hat den inneren Markt vergessen, stimmt ja auch. Dass, diese Landnahme des Kapitalismus ist nicht nur eine Landnahme nach außen gewesen, in den Kolonien, sondern nach dem Inneren. Also wenn zum Beispiel viele Tätigkeiten der Hausfrauen bügeln, waschen, konservieren, durch Maschinen ersetzt werden und die Hausfrauen dann eben Fabrikarbeiterinnen werden, dann ist auch zum Beispiel die Hauswirtschaft selbst eine Anlagesphäre des Kapitals gewesen. Der Konsum, das ist nun etwas, was die Rosa Luxemburg nicht gesehen hat, passte bei ihr auch nicht in die Theorie, weil sie der Ansicht war, dass die Kaufkraft des Proletariats nicht wesentlich steigen werde. Sie hat offensichtlich zumindest die Wandlung des Kapitalismus, wie sie in den nun 100 Jahren oder 108 Jahren seit dem Erscheinen ihres Buchs stattgefunden haben, unterschätzt. Der Kapitalismus hat eben einen weit größeren inneren Markt gefunden, als sie ihm zugetraut hat. Bleibt aber die Frage, gibt es wirklich keine Grenzen des Kapitalismus, wenn wir schon so an der Rosa Luxemburg rumkritisieren? Da kämen wir vielleicht auf ein Gebiet, das sie auch nicht behandelt hat, das aber in ihrer Theorie erfasst werden kann. Der Imperialismus erfasst ja nicht nur
fremde Länder, Kolonien, sondern der Kapitalismus schafft sich nicht nur innere Märkte in seinen Zentren selbst, sondern zu den Gebieten, die vorher freie Güter waren, zum Beispiel, wo man sich kostenlos bedienen konnte, kommen nun solche, die, wie Elva Altvater es früher gesagt hat, in Wert gesetzt werden, zum Beispiel Natur, Rohstoffe. Dann Veränderungen der natürlichen Ressourcen, Belastung von Senken, Atmosphäre, Wasser, Luft, Atmosphäre. Überall greift nun der Kapitalismus ein, überall externalisiert er seine Kosten und bis hin in die menschliche Genstruktur, auch das kann schon zum Marktgebiet gemacht werden, da dehnt er sich auch aus. Eine Frage ist natürlich, was die ökologischen Kosten sein werden. Ein Thema, das ja heute viel diskutiert wird, bis hin zum Klimawandel. Da würde man sagen, naja, hat die Rosa Luxemburg da recht gehabt, wo sie gar nicht recht haben wollte, auf einem Gebiet, das sie gar nicht gesehen hat. Der Kapitalismus dehnt sich in immer weitere Bereiche aus. Und wo wird die Grenze sein? Das ist eine Frage, die unbeantwortet ist. Wird es ein Greenwashing geben oder folgen wir noch Naomi Klein, die sagt ja Kapitalismus versus Klima. Diese Frage ist unbeantwortet, aber diese Frage ist auch von Rosa Luxemburg nicht aufgegriffen worden, aber ihre Theorie führt an diese Frage hin. Was bei ihr auch fehlt, ist eine Untersuchung der inneren Struktur des Kapitalismus. Da haben nun der Sozialdemokrat Rudolf Hilferding und dann Lenin Antworten gegeben. Sie sprechen vom organisierten Kapitalismus und vom Monopolkapitalismus. Für Lenin ist Imperialismus Monopolkapitalismus. Die verschiedenen Monopole und die ihnen unterworfenen kapitalistischen Nationalstaaten konkurrieren miteinander und stürzen sich gegenseitig in den Krieg. Das braucht Rosa Luxemburg nicht. Sie braucht nicht die Monopole, um den aktuellen Kapitalismus zu erklären und auch nicht den Krieg. Kapitalismus führt bei ihr fast immer zum Krieg, auch in seiner vormonopolistischen Phase, zumal nun der Krieg natürlich ist, um Mehrwert investieren zu können. Also nichts ist schöner für den Kapitalismus als ein Krieg, denn da wird man niemals Überschuss haben, also eine Patrone, die abgeschossen ist, die wird sofort erneuert. Also da gibt es keine Absatzschwierigkeiten. Es bleibt das Grundmuster der Theorie von Rosa Luxemburg. Kapitalismus ist Akkumulation, sie ist Überakkumulation immer wieder, die sich dann in Krisen entlädt und ist vielleicht irgendwann die endgültige Überakkumulation als der letzte Punkt, an dem letzten Endes der Kapitalismus entweder in der Katastrophe endet, in einer universellen Katastrophe, oder dann beseitigt wird. Durch wen? Das käme dann im nächsten Kapitel. Aber zunächst einmal liest Gerd jetzt etwas aus Rosa Luxemburg, die Akkumulation des Kapitals, ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus. Berlin 1913, im Verlag des Vorwärts, Paul Singer GmbH, erscheint von Rosa Luxemburg ihr ökonomisches Hauptwerk, Die Akkumulation des Kapitals, ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus, ein dicker Band, über 400 Seiten. Der wird dann auch bald kritisiert, rezipiert und kritisiert. Dann schreibt sie einige Jahre später eine Antikritik, also eine Kritik der Kritik, im Gefängnis. Sie sitzt ja seit dem Februar 1915 im Frauengefängnis Barnimstraße, Berlin, wo sie vor allem diese Antikritik schreibt. Die erscheint dann nach ihrem Tod als selbstständiges Buch, Leipzig 1921. Ich lese jetzt aus dem Hauptwerk einige Passagen vor und später auch aus der Antikritik. Die kapitalistische Produktion ist von Anbeginn
in ihren Bewegungsformen und Gesetzen auf die gesamte Erde als Schatzkammer der Produktivkräfte berechnet. In seinem Drang nach Aneignung der Produktivkräfte zu Zwecken der Ausbeutung durchstöbert das Kapital die ganze Welt, verschafft sich Produktionsmittel aus allen Winkeln der Erde, errafft und erwirbt sie von allen Kulturstufen und Gesellschaftsformen. So ergibt sich, dass die kapitalistische Akkumulation zu ihrer Bewegung nicht kapitalistischer sozialer Formationen als ihrer Umgebung bedarf, in ständigem Stoffwechsel mit ihnen vorwärts schreitet und nur so lange existieren kann, als sie dieses Milieu vorfindet. Das Kapital kennt keine andere Lösung der Frage als Gewalt, die eine ständige Methode der Kapitalakkumulation als geschichtlicher Prozess ist, nicht bloß bei der Genesis, sondern bis auf den heutigen Tag. Für die primitiven Gesellschaften aber gibt es, da es sich in jedem solchen Falle um Sein oder Nichtsein handelt, kein anderes Verhalten als Widerstand und Kampf auf Leben und Tod bis zur völligen Erschöpfung oder bis zur Ausrottung. Daher die ständige militärische Besetzung der Kolonien, die Aufstände der Eingeborenen und die Kolonialexpeditionen zu ihrer Niederwerfung als permanente Erscheinungen auf der Tagesordnung des Kolonialregimes. Die gewaltsame Methode ist hier die direkte Folge des Zusammenpralls des Kapitalismus mit naturalwirtschaftlichen Formationen, die seiner Akkumulation Schranken setzen. Ohne ihre Produktionsmittel und Arbeitskräfte kann er nicht auskommen, so wenig wie ohne ihre Nachfrage nach seinem Mehrprodukt. Um ihnen aber Produktionsmittel und Arbeitskräfte zu entnehmen, um sie in Warenabnehmer zu verwandeln, strebt er zielbewusst danach, sie als selbstständige soziale Gebilde zu vernichten. Diese Methode ist vom Standpunkt des Kapitals die zweckmäßigste, weil sie zugleich die rascheste und profitabelste ist. Ihre andere Seite ist nämlich der wachsende Militarismus, über dessen Bedeutung für die Akkumulation in anderem Zusammenhang weiter unten. Der Militarismus übt in der Geschichte des Kapitals eine ganz bestimmte Funktion aus. Er begleitet die Schritte der Akkumulation in allen ihren geschichtlichen Phasen, in der Periode der sogenannten primitiven Akkumulation, das heißt in den Anfängen des europäischen Kapitals, spielt der Militarismus die entscheidende Rolle bei der Eroberung der neuen Welt und der Gewürzländer Indiens, später bei der Eroberung der modernen Kolonien, Zerstörung der sozialen Verbände der primitiven Gesellschaften und Aneignung ihrer Produktionsmittel, bei der Erzwingung des Warenhandels in Ländern, deren soziale Struktur der Warenwirtschaft hinderlich ist, bei der gewaltsamen Proletarisierung der Eingeborenen und der Erzwingung der Lohnarbeit in den Kolonien, bei der Bildung und Ausdehnung von Interessenssphären des europäischen Kapitals in außereuropäischen Gebieten, bei der Erzwingung von Eisenbahnkonzessionen in rückständigen Ländern und bei der Vollstreckung der Forderungsrechte des europäischen Kapitals aus internationalen Anleihen, endlich als Mittel des Konkurrenzkampfes der kapitalistischen Länder untereinander um Gebiete nicht kapitalistischer Kultur. Dazu kommt noch eine andere wichtige Funktion. Der Militarismus erscheint auch rein ökonomisch für das Kapital als ein Mittel ersten Ranges zur Realisierung des Mehrwertes, das heißt als ein Gebiet der Akkumulation.
Jetzt lese ich etwas aus der Antikritik vor, die also mitten im Ersten Weltkrieg im Gefängnis geschrieben worden ist. Wie die Entdeckung Amerikas und des Seewegs nach Indien nicht bloß eine prometheische Leistung des menschlichen Geistes und der Kultur war, als welches sie in der liberalen Legende erscheint, sondern unzertrennlich davon eine Serie herodischer Massenmorde an den primitiven Völkern der neuen Welt und grandiosen Sklavenhandels mit den Völkern Afrikas und Asiens, so ist in der imperialistischen Schlussphase die wirtschaftliche Expansion des Kapitals unzertrennlich von der Serie kolonialer Eroberungen und Weltkriege, die wir erleben. Das Kennzeichen des Imperialismus als des letzten Konkurrenzkampfes um die kapitalistische Weltherrschaft ist nicht bloß die besondere Energie und Allseitigkeit der Expansion, sondern dies das spezifische Anzeichen, dass der Kreis der Entwicklung sich zu schließen beginnt, das Rückschlagen des Entscheidungskampfes um die Expansion aus den Gebieten, die ihr Objekt darstellen, in ihre Ursprungsländer. Der Imperialismus führt damit die Katastrophe als Daseinsform aus der Peripherie der kapitalistischen Entwicklung nach ihrem Ausgangspunkt zurück. Nachdem die Expansion des Kapitals 4 Jahrhunderte lang die Existenz und die Kultur aller nicht-kapitalistischen Völker in Asien, Afrika, Amerika und Australien unaufhörlichen Konvulsionen und dem massenhaften Untergang preisgegeben hatte, stürzt sie jetzt die Kulturvölker Europas selbst in eine Serie von Katastrophen, deren Schlussergebnis nur der Untergang der Kultur oder der Übergang zur sozialistischen Produktionsweise sein kann. Ja, man kann sagen, naja gut, also Rosa Luxemburg ist zwar keine Professorin geworden, als Frau und Jüdin und Sozialistin ging das nun nicht, aber eigentlich ist das ja eine professorale Argumentation, Theorie, nicht? Sie hat promoviert über die Entwicklung des Kapitalismus in Russland, sie hat an der Parteischule Nationalökonomie studiert und dann am Ende eben ein nationalökonomisches Buch geschrieben. Wäre, hätte sie aber wahrscheinlich nie geschrieben, nein, hätte sie mit Sicherheit nicht geschrieben, wenn sie eine Professorin gewesen wäre und wenn sie nicht als allerersten Stachel zur Produktion dieser Theorie in der politischen Praxis gewesen wäre. Und diese politische Praxis ist aber auch nicht nur oder nicht in erster Linie, sondern nur nebenbei eine Praxis einer Funktionärin, sondern die Wahrnehmung dessen, was passiert, wenn das Kapital sich so verhält, wie sie es verhält und wie sie es beschrieben hat. Was passiert ist, dass Leute leiden, dass Leute ausgebeutet werden, dass Leute sich wehren, dass ein Revolutionspotenzial entsteht, immer wieder zurückgeworfen wird, im 19. Jahrhundert erstmal in der Form von Emeuten, von Riots eigentlich, Maschinenstürmer zerschlagen die Maschinen kaputt, die ihnen die Arbeit wegnehmen, die schlesischen verhungerten Weber wehren sich gegen ihren Fabrikanten, eine Form immer wieder von zusammengeschlagenen, aber unvermeidlichen, weil die Leute nicht mehr anders können, Aufruhren, ein großer Riot, der immerhin 2 Monate gehalten hat und eine ganze Stadt erfasst hat, war dann die Pariser Kommune, auch das geht wieder unter. Dann haben wir ja 74 Jahre eines ganz großen Riots erlebt, des realen Sozialismus, auch der wird wieder zerschlagen. Es ist eine reale Bewegung, die immer wieder innerhalb des Kapitalismus, außerhalb des Kapitalismus, in Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus entsteht, nie zur Ruhe gestellt
werden kann. Marx hat da ja das Bild vom alten Maulwurf gebraucht, nicht? Der alte Maulwurf, der immer wieder unter die Erde gedrückt, unter der Erde ist und dann immer wieder auftaucht. Das ist die Bewegung, zu der Rosa Luxemburg gehört und die sie dann, an der sie teilgenommen hat, besonders dicht in Russisch-Polen und dann in der deutschen Sozialdemokratie. Und da gibt es natürlich verschiedene Strategien, nicht? Also da gibt es zum Beispiel, nachdem die Pariser Kommune zusammengeschlagen worden ist, macht sich sogar der alte Engels 20 Jahre später Gedanken und sagt, naja, diese Art, das geht wohl nicht so weiter. Barrikadenkampf geht nicht mehr, da muss man mehr Parlament machen. Andere sagen, ja, es hat überhaupt keinen Sinn, da so einen offenen Aufruhr zu immer gleich das letzte Gefecht zu führen. Es ist viel wichtiger, die vorletzten Gefechte zu führen. Man muss dann in die Kapillargefäße der Gesellschaft eindringen, Tag für Tag. Da gibt es dann den italienischen Kommunisten Antonio Gramsci, der sagt ja, Klassenkampf und revolutionärer Kampf, das ist wie ein Grabenkrieg. Ein Grabenkrieg in den Kasematten im Bereich zwischen Politik und Ökonomie, das nennt er Zivilgesellschaft. Andere, das ist der westliche Marxismus, nicht? Wo die bürgerliche Gesellschaft schon so tief gestaffelt organisiert ist, dass es überhaupt kein Winterpalais gibt, das man stürmen kann. Es bringt wahrscheinlich nichts, also den Berliner Reichstag zu stürmen, das machen eher die Rechten. Nein, also das muss woanders entschieden werden in der Gesellschaft. Das ist die Theorie des Grabenkriegs. Im Osten ist es anders. Gramsci hat gesagt, im Osten, da hast du oben den Staat und unten die Ökonomie und dazwischen nichts. Und deshalb kann man auch mal ein Winterpalais stürmen und den Minister verhaften. Man hat eine Revolution. Im Westen haben wir das nicht. Und so gibt es den Unterschied zwischen der Bewegung, dem Stellungskrieg, also im Westen, und dem Grabenkrieg und dem Bewegungskrieg. Bewegungskrieg wäre so die östliche Bewegungsart und zu dieser östlichen Bewegungsart gehört Rosa Luxemburg. Also Leo Trotzki und Rosa Luxemburg sind Strategen des Bewegungskriegs. Andere wie Rudolf Hilferding und so, die sind dann ja nach erstens mal Sozialdemokraten, aber italienischen Kommunisten und Gramsci, das wären nun die Leute des Grabenkriegs gewesen. Insofern gehört Rosa Luxemburg nicht in die Tradition dessen, was man heute den westlichen Marxismus nennt. Sie war in mehreren Parteien, ich habe es schon gesagt, erst einmal in der Sozialdemokratie des Königreichs Polen und dann Polen und Litauens, dann in der SPD und dann vor allem in der Weltpartei, die sich als Weltpartei vorgestellt hat, nämlich der Internationale, und war furchtbar erschüttert, als sie 1914 feststellen musste, es war gar keine Weltpartei, es waren nur nationale Parteien, die dann zum Gewehr gegeneinander gegriffen haben. Wie ist aber das, dieser alte Maulwurf, das, was da vom Kapital immer wieder erzeugt wird und sich gegen ihn aufbäumt, was ist das? Für Rosa Luxemburg war es letzten Endes eine Bewegung von Massen. Die Massenaktionen, die Masseninitiative ist für sie die Gegenaktion gegen das Zerstörungspotenzial der Akkumulation des Kapitals. Das ist eine völlig selbstständige Position. Es gibt für sie praktisch zwei Akteure. Einmal das Kapital mit seiner ständigen Akkumulation und zweitens dann die Bewegung der Massen. Also erstens, was haben wir jetzt gesagt? Sie ist keine Theoretikerin dieses Stellungskriegs im Sinne von Gramsci. Zweitens, wenn das aber so ist, wenn der Kapitalismus immer die Empörung gegen sich wieder heraufbeschwört, bis zu dem Punkt, wo vielleicht die Revolution dann tatsächlich nicht mehr rückgängig zu machen ist, dann ist es wohl doch falsch anzunehmen, dass das Kapital innerkapitalistisch gebändigt werden könne, statt gestürzt zu werden und das frisch, fromm, fröhlich, wie es Engels einmal karikiert hat, in den Sozialismus hinein reformiert werden könne. Diese Position aber, dass der Kapitalismus intern reformierbar sei, indem er entweder ein Kapitalismus mit menschlichem Antlitz ist oder plötzlich was ganz anderes ist, nämlich ein Sozialismus, war die Position von Eduard Bernstein. Gegen ihn ist sie sehr früh publizistisch zu Feld gezogen, 1899, mit ihrer Schrift Sozialreform oder Revolution. Das ist die erste
große publizistische Arbeit innerhalb der deutschen Sozialdemokratie, neben den journalistischen Arbeiten. Sie sagt, Sozialreform, die auf die Perspektive der Revolution verzichtet, wird noch nicht einmal ihr Ziel der Reform, der Sozialreform erreichen. Aber, und damit, und eine Partei, die nun also dauernd versucht, im Kapitalismus zu reparieren, gegen die ist nichts zu sagen. Aber sie muss natürlich aufpassen, dass sie sich in dieser Tätigkeit nicht erschöpft und die Perspektive der Notwendigkeit des Kapitalismus, den Kapitalismus aufzuheben, nicht aus den Augen verliert. Und diese Gefahr sah sie in Deutschland und sie sah auch eine Institution, die diese nur Reformpolitik, die dann noch nicht einmal ihr Reformziel erreicht, betreibt. Diese Institution war die deutsche Parteibürokratie und da insbesondere Gewerkschaftsbürokratie. Die Gewerkschaftsbürokratie, die Gewerkschaften, die nur Tagespolitik machten, das war für sie das Zentrum des Reformismus. Sie war eine Antibürokratin von Anfang bis Ende. Und dann kannte sie noch eine andere Bürokratie, die sich herausbildete, nämlich Lenins Parteikonzept. Sie hat dann früh eine Schrift, Lenin hat ja nun in seiner Schrift Was tun, das Konzept der Kaderpartei, der Berufsrevolutionäre, der ist Demokrat, das nicht das, der Sozialist, der sozialistischen Zentralismus entworfen und dagegen lief Rosa Luxemburg Sturm. Sie sah im Parteikonzept Lenins eine Gefahr, die die Initiative der Massen letzten Endes zum Erliegen bringt. Die deutsche Partei, Gewerkschaftsbürokratie einerseits, Lenins Parteikonzept andererseits waren zwei Konzepte ihrer Meinung nach, die elementare Bewegung letzten Endes der Arbeiterklasse kanalisieren und ersticken. Man hat das Gegenkonzept, das sie entworfen hat, als Spontaneitätstheorie bezeichnet. Das ist ein etwas unglücklicher Prozess. Ihrer Meinung nach war die Notwendigkeit der Gegenwehr, die immer wieder auftritt, einfach eine Tatsache, die sich ergibt aus dem Widerspiel von Akkumulation und Massenbewegung. Das ist der Hintergrund ihrer Kritik an Lenin in ihrer Schrift Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie. Stuttgart 1904. In Stuttgart erscheint die Neue Zeit, das theoretische Hauptorgan der deutschen Sozialdemokratie. Der berühmte Redakteur Karl Kautsky leitet diese Zeitschrift, die schon damals im 22. Jahrgang erscheint. 1904 erscheint dort Rosa Luxemburgs Schrift Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie. Diese Schrift geht ein auf den zweiten Parteitag der russischen Sozialdemokratischen Partei 1903 in Brüssel und London. Dieser Parteitag hat ja zur Spaltung der Partei geführt in Bolschewiki, also Mehrheitler, und Menschewiki, Minderheitler. Das war einerseits Lenin bei den Bolschewiki, andererseits Martow bei den Menschewiki. Rosa Luxemburgs Partei, SDKPIL, war selber nicht auf dem Parteitag vertreten, aber Rosa Luxemburg hat kurz danach eine Stellungnahme abgegeben über Lenins Parteitheorie, indem sie eingeht auf seine Schrift. Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, in Genf 1904 erschienen. Hier kritisiert sie die leninsche Konzeption einer Parteiorganisation. Das uns vorliegende Buch des Genossen Lenin, eines der hervorragenden Leiter und Streiter der Iskra,
Yisra heißt der Funken, das ist die russische Parteizeitung. Der Iskra in ihrer vorbereitenden Kampagne vor dem russischen Parteitag ist die systematische Darstellung der Ansichten der ultrazentralistischen Richtung der russischen Partei. Lenin erblickt gerade in der Vereinigung eines so straffen Zentralismus in der Organisation mit der sozialdemokratischen Massenbewegung ein spezifisch revolutionär-marxistisches Prinzip und weiß, eine Menge Tatsachen für seine Auffassung ins Feld zu führen. Doch untersuchen wir die Sache etwas näher. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Sozialdemokratie im Allgemeinen ein stark zentralistischer Zug innewohnt, erwachsen aus dem wirtschaftlichen Boden des seinen Tendenzen nach zentralistischen Kapitalismus und angewiesen in ihrem Kampf auf den politischen Rahmen des zentralisierten bürgerlichen Großstaates, ist die Sozialdemokratie von Hause aus eine ausgesprochene Gegnerin jedes Partikularismus und nationalen Föderalismus. In dieser Hinsicht war und ist es auch für die Sozialdemokratie Russlands keine Frage, dass sie nicht ein föderatives Konglomerat einer Unzahl nationaler und provinzieller Sonderorganisationen, sondern eine einheitliche, kompakte Arbeiterpartei des Russischen Reiches bilden müsse. Eine davon ganz verschiedene Frage ist jedoch die nach dem größeren oder geringeren Grade der Zentralisation und nach deren näherer Beschaffenheit innerhalb einer geeinigten und einheitlichen Sozialdemokratie Russlands. Vom Standpunkt der formalen Aufgaben der Sozialdemokratie als einer Kampfpartei erscheint der Zentralismus in ihrer Organisation von vornherein als eine Bedingung, von deren Erfüllung die Kampffähigkeit und die Tatkraft der Partei in direktem Verhältnis abhängen. Allein viel wichtiger als die Gesichtspunkte der formalen Erfordernisse jeder Kampforganisation sind hier die spezifischen historischen Bedingungen des proletarischen Kampfes. Die sozialdemokratische Bewegung ist die erste in der Geschichte der Klassengesellschaften, die in allen ihren Momenten im ganzen Verlauf auf die Organisation und die selbstständige direkte Aktion der Masse berechnet ist. In dieser Beziehung schafft die Sozialdemokratie einen ganz anderen Organisationstypus als die früheren sozialistischen Bewegungen, zum Beispiel die des jakobinisch-blankistischen Typus. Lenin scheint dies zu unterschätzen, wenn er in seinem Buch meint, der revolutionäre Sozialdemokrat sei doch nichts anderes als der mit der Organisation des klassenbewussten Proletariats unzertrennlich verbundene Jakobiner. Tatsächlich ist die Sozialdemokratie aber nicht mit der Arbeiterklasse verbunden, sondern sie ist die eigene Bewegung der Arbeiterklasse. Und Rosa Luxemburg bestimmt dann die Organisation als einen sozialen Prozess, einen Lernprozess und nicht als eine mechanische Zentralisation. Offensichtlich ist Rosa Luxemburg sehr misstrauisch gewesen gegenüber allen organisatorisch-bürokratischen Kristallisierungen von Massenbewegungen, die Massenbewegungen letzten Endes erstarben lassen. Die Bewegung, insofern ist sie auch in dem Sinn eine Theoretikerin des Bewegungskriegs, ist ihr alles und das Ziel des Sozialismus ist ihr alles und die zeitweiligen organisatorischen Kristallisierungen sind für sie nicht so wichtig. So zeigt sich ja auch schon die Vielzahl der politischen Parteien, die sie gewesen ist, die Sozialdemokratie Polens und Litauens, dann die SPD, dann die Internationale, also das Allerwichtigste, dann am Ende
die KPD. Das sind alles ephemere Erscheinungen, die dann letzten Endes von der Bewegung selbst wieder beseitigt werden, so wie ja nun auch der Bund der Kommunisten von Marx und Engels dann nach wenigen Jahren schon den Geist aufgegeben hat. Und solche Versteinerungen, die überwunden werden müssen, sind für sie auch die Staaten gewesen, insbesondere die Nationen. Mit Nationen konnten sie eigentlich gar nichts anfangen. Nationen sind für sie Instrumente der Unterdrückung gewesen, auch ein polnischer Staat. Sie wollte nie einen polnischen Staat. Auch das nicht. Und mit dem Begriff der Nation konnte sie eigentlich ratzeputz überhaupt nichts anfangen. Der zentrale Punkt der Bewegungen, in denen nun die Unterdrückten sich zur Wehr setzen müssen, ist für sie eine Erfahrungstatsache gewesen und eine ganz besondere Erfahrungstatsache ist für sie die Beteiligung an der russischen Revolution von 1905 und 1906 gewesen. Da macht sie eine neue Erfahrung der Masseninitiative, das ist der sogenannte Massenstreik. Massenstreik, dieses Wort gab es dann in Deutschland auch schon. Es gab ein aktuelles Thema, bei dem man doch in der SPD gemerkt hat, mit dem Parlamentarismus kommen wir nicht richtig weiter. Das war die Frage des preußischen Wahlrechts. Im Deutschen Reichstag, für den Deutschen Reichstag galt ja das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht. Aber in den Ländern, in Staaten, in Preußen, zum Beispiel Bayern, da galt ein Mehrklassenwahlrecht, wo nun also die reichen Leute mehr Stimmen hatten als die armen Leute. Und was bestimmte Fragen anging, nicht die Frage von Krieg und Frieden, aber zum Beispiel die Steuerpolitik und die Abgabenpolitik, waren die Länder des Deutschen Reiches viel wichtiger als der Deutsche Reichstag, die Länderparlamente. Und in Preußen, dem weitaus größten Einzelstaat des Deutschen Reichs, herrschte das Dreiklassenwahlrecht, wo die zahlenmäßig größte Klasse, die Armen, nur eine Minderheit, nur ein Drittel der Sitze im Landtag haben konnte, selbst wenn sie 90% der Stimmen gehabt hätte, was sie natürlich auch nicht hatten. Da kam selbst so ein vorsichtiger Mensch wie der Eduard Bernstein auf die Idee, der sagte, naja, da müssen wir vielleicht doch mal an ein Mittel des politischen Kampfes denken, wie es die Franzosen, vor allem die Syndikalisten, da propagiert haben, Massenstreik. Oh je, da gab es aber Aufregung bei den Gewerkschaften. Die sagten, ja Gott, wer soll denn das machen? Ein Massenstreik, das müssen wir machen. Was wird denn aus unserer Streikkasse? Die ist aber ganz, ganz bald leer. Und dann haben wir die Polizei, dann wird unsere Gewerkschaft verboten. Also Massenstreik, das ist ja schon mal gar nicht. Und das wurde auf einem Parteitag dann, auf Mannheimer Parteitag, diskutiert, wo es dann zu einem Geheimabkommen kam zwischen der Parteiführung und den Gewerkschaften, wo man gesagt hat, naja, wenn schon mal Massenstreik, dann soll dazu nicht die Partei aufrufen, dann müssen die Gewerkschaften erst gefragt werden. Und dass die Gewerkschaften Nein sagen, das war klar. Das war praktisch ein Abwürgen des möglichen Mittels des Massenstreiks. In der gleichen Zeit ist nun Rosa Luxemburg in Polen in der Revolution und im Gefängnis und kommt zurück und sieht sich das an und sagt, na, das ist aber ein schöner Salat, was Sie da angerichtet haben, denn ich habe hier was erfahren. Ich habe den Massenstreik erlebt. Wir haben in Russland und in Russisch-Polen den Massenstreik. Und dieser Massenstreik hat immerhin eine Revolution zustande gebracht. Und nicht nur das, er hat auch Gewerkschaften zustande gebracht. Die Gewerkschaften in Polen und in Russland sind entstanden in Massenstreiks. Massenstreiks sind nicht gewerkschaftsfeindlich, sondern sind so Voraussetzung kämpferischer Gewerkschaften. Das ist die erste Massenstreikdebatte, die Rosa Luxemburg in Deutschland in diese linke Richtung dann gedreht hat. Das ist im Grunde die gleiche Auseinandersetzung, wie sie mit Lenin geführt hat, in ihrer Schrift Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie, Selbstbewegungsprozess der Massen gegen die Bürokratien, sei es gegen die Gewerkschaftsbürokratie, sei es gegen den demokratischen Zentralismus Lenins. Es gibt dann eine zweite Massenstreikdebatte, 1910 wieder verbunden mit dem Kampf um das preußische Wahlrecht. Immer noch ist die Sozialdemokratie nicht weitergekommen mit dem Versuch, nun das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht in Preußen durchzusetzen. Und zugleich führt Rosa Luxemburg und einige andere, auch der junge Karl Liebknecht, so jung war er gar nicht mehr, also Karl Liebknecht, also im Unterschied zum alten Liebknecht, der junge Liebknecht, Karl Liebknecht, merken, dass sich was anbahnt, eine vorrevolutionäre Situation. Eine vorrevolutionäre Situation,
die, was nur die Verteilung von Reichtum und Armut angeht, mit der heutigen vergleichbar ist, nur dass wir heute eben offensichtlich keine vorrevolutionäre Situation haben, die soziale Kluft zwischen oben und unten, was die Verteilung von Einkommen und Vermögen angeht, geht immer weiter auseinander. Wir haben eine ähnliche Ungleichverteilung im Jahr 1913 wie heute. Und diejenigen nun, also die immer mehr absinken, haben in Deutschland immer noch nicht die Möglichkeit, sich politisch angemessen zu artikulieren. Sie haben noch nicht mal das gleiche Wahlrecht. Es entstehen und so entwickeln sich spontan tatsächlich Massenbewegungen in Deutschland unter den Bedingungen des restriktiven deutschen Vereinsrechts, wo Massenversammlungen auf der Straße eigentlich überhaupt verboten sind, die Straße nur für den Straßenverkehr da sind, gibt es zum Beispiel in Berlin die Sonntagsspaziergänge, dass Arbeiter plötzlich anfangen, im Tierpark massenhaft darum zu spazieren und man merkt plötzlich, das ist eigentlich eine Demonstration. Die nächste Stufe ist dann die Straßendemonstration. Und die nächste Stufe, sagt Rosa Luxemburg, wir haben eine Bewegung, die steigert sich selbst und wir dürfen ihr nicht im Wege stehen. Das ist die nächste Stufe, sind dann die Massenstreiks, eventuell eine Revolution. Wogegen richten sich diese Bewegungen? Zunächst einmal gegen die Ungleichheit im Wahlrecht. Aber es gibt ein zweites großes Thema, das jetzt aufwächst. Man spürt noch was anderes. Man spürt, dass offensichtlich ein Krieg vorbereitet wird. Krieg vorbereitet wird, zunächst einmal auf dem Balkan kracht es, dann in Nordafrika offensichtlich will Deutschland sich einmischen und da der Sache nach begegnet sich da die Wahrnehmung Lenins und Luxemburgs. Lenin sagt Kapitalexport, Warenexport, Anleihenexport, das führt zum Krieg der imperialistischen Mächte. Rosa Luxemburg sagt, Überakkumulation und immer mehr Ausdehnung auch in den außereuropäischen Bereich hinaus, das führt zum Krieg. Die Kriegsgefahr ist bevorstehend, auch in bürgerlichen Kreisen. Man merkt das. Es liegt in der Luft. Und so entsteht in dieser Zeit eine breite Friedensbewegung, auch eine bürgerliche Friedensbewegung. Und ein Teil dieser Friedensbewegung ist auch die sozialistische Friedensbewegung und man spürt, die feineren Geister, auch Intellektuellen, spüren das, dass jetzt offensichtlich eine Alternative heranwächst, nämlich Krieg oder eine andere Gesellschaftsordnung, Krieg oder Revolution. Auch auf den Kongressen der Sozialistischen Internationale wird dann diskutiert, ja, was machen wir denn im Falle eines Krieges? Was machen wir denn im Falle eines Krieges? Hierzu äußert sich dann der Internationale Sozialistenkongress in Stuttgart im August 1907, wo verschiedene Strategien erörtert werden, was im Moment eines Krieges geschehen sollte. Natürlich Schwergewicht, den Krieg verhindern, den Herrschenden in den Arm fallen. Den Herrschenden in den Arm fallen, dass der Krieg gar nicht erst ausbricht. Aber wenn er trotzdem ausbricht, was dann? Darüber diskutieren die Sozialdemokraten in Stuttgart 1907 und es kommt da zu einer Resolution, auf die Bebel, Lenin und Luxemburg starken Einfluss genommen haben. Stuttgart 1907, Internationaler Sozialistenkongress, August 1907. In Stuttgart. August Bebel bringt eine Resolution vor das Plenum angesichts der wachsenden Kriegsgefahren, der wachsenden Hochrüstungen. Diese Resolution ist relativ allgemein und irgendwie objektivistisch. Er sagt, Kriege liegen also im Wesen des Kapitalismus. Sie werden erst aufhören, wenn die kapitalistische Weltordnung beseitigt ist. Relativ allgemeine Aussage und bei dieser Resolution gibt es einen Ergänzungsantrag, der drei Unterschriften trägt, Rosa Luxemburg, Lenin und Martow. Alle drei Gruppen, also die Rosa Luxemburg-Partei, SDKPIL, dann Lenins Bolschewiki und Martows Menschewiki waren seit dem Stockholmer
Parteitag der russischen Sozialdemokratie 1906 wieder vereinigt, zeitweilig jedenfalls. Und so ist dann diese Ergänzungsresolution von den drei Unterschriften geprägt gewesen, Rosa Luxemburg, Lenin und Martow. 7 Jahre später sind übrigens alle drei auch von der ersten Stunde an gegen den Krieg und die Bewilligung von Kriegskrediten. Diese Resolution, wie sie vorgebracht wird von den dreien, wird dann noch einstimmig angenommen. Die ist relativ kurz in ihren Veränderungen. Rosa Luxemburg hat die formuliert. Man kann das nachlesen in ihren gesammelten Werken. Ich erwähne nur zwei Änderungsanträge. Dem 5. Absatz der Bebelschen Resolution sollen die Worte folgen, sowie dahin zu wirken, dass die Jugend der Arbeiterklasse im Geiste der Völkerverbrüderung und des Sozialismus erzogen und systematisch mit Klassenbewusstsein erfüllt wird, sodass die herrschenden Klasse es nicht wagen, sie als Werkzeug für die Festigung ihrer Klassenherrschaft gegen das kämpfende Proletariat zu gebrauchen. Also Akzent auf die Jugendarbeit, die Jugend, aus der sollen ja die künftigen Soldaten rekrutiert werden. Dem letzten Passus der Bebelschen Resolution ist die folgende Fassung zu geben. Droht der Ausbruch eines Krieges, so sind in den beteiligten Ländern die Arbeiter und ihre parlamentarischen Vertreter verpflichtet, alles aufzubieten, um den Ausbruch des Krieges durch Anwendung entsprechender Mittel zu verhindern, die sich je nach der Verschärfung des Klassenkampfes und der allgemeinen politischen Situation naturgemäß ändern und steigern. Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, sind sie verpflichtet, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, um die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur politischen Aufrüttelung der Volksschichten und zur Beschleunigung des Sturzes der kapitalistischen Klassenherrschaft auszunutzen. Also diese Ergänzungsanträge betonen den subjektiven Faktor. Was kann das Proletariat, was können die Organisationen der Arbeiterklasse gegen den Kriegsausbruch machen? Sie müssen handeln, sagt diese Ergänzungsresolution, die dann einstimmig angenommen worden ist. Das ist nun das Milieu und die Atmosphäre, in der zum Beispiel dann auch die Frankfurter Titania-Rede von 1913 entsteht. Und dann, im August 1914, ist alles ganz anders. Der Krieg bricht aus. Eben wurde vorgelesen, was hat zu geschehen, wenn der Krieg ausbricht. Aufrüttelung der Massen bis hin zum Sturz des Kapitalismus. Und was passiert? Der Kaiser erklärt den Krieg, damit ist die Sache gelaufen und die SPD-Führung sagt, ja, dann ist er wirklich gelaufen. Ja, was soll man denn machen? Jetzt geht es erstmal darum, ja, zum Beispiel, jetzt kommen die Soldaten an die Front, da können wir nun also gar nichts mehr dran ändern. Und wie ist das denn nun, wer bringt denn nun die Ernte ein? Es ist ja nur August und jetzt muss gemäht werden und es muss gebunden werden und die Ernte muss eingebracht werden und die Männer sind an der Front. Da hilft alles nichts, da müssen Gewerkschaften ran. Die müssen dann die Arbeitskräfte, die Lenkung der Arbeitskräfte in Landwirtschaft, müssen sie dann mitorganisieren. Ja, dann kommt der Kaiser und will Kriegskredite haben. Da schickt die SPD gerade einen linken Vertreter, Hugo Haas, vor, der sagt, ja, also jetzt geht es ja nicht um Krieg oder Frieden. Die Sache ist ja gelaufen. Jetzt geht es nur um die Bewilligung der Mittel. Ja, und da können wir natürlich auch nicht Nein sagen. Rosa Luxemburg war damals in einer Situation, in der sie daran gedacht hat, sich das Leben zu nehmen. Weil alles, ja, sie stand vor einem Trümmerhaufen. Die Internationale, die berühmte Internationale, die diesen Beschluss von 1907 gefasst hat, die besteht plötzlich nicht mehr. In Frankreich wird nun die Union Sacrée, der Heilige Krieg, ausgerufen gegen die deutschen Invasoren. In Deutschland stehen die Gewerkschaften mit den Händen an der Hosennaht an der Seite des Kaisers.
Vorher war die Frage gestanden, Krieg oder Revolution? Und wer hat gewonnen? Der Krieg. Rosa Luxemburg, das ist der Tiefpunkt ihres Lebens gewesen. Dieser Tiefpunkt ist allerdings nicht der Tiefpunkt, sondern eine Fläche, das geht bis zu ihrem Tod. Sitzt jetzt in den Trümmern ihrer Vorstellung, die sie sich gemacht hat. Muss ich vielleicht fragen, ob sie nicht vorher sich vielleicht die Welt ein bisschen anders vorgestellt hat, als sie nun ist. Und diesen Geist in Trümmern zu sitzen, spiegelt einer der beiden Texte, die jetzt kommen. Und dann zweitens sieht man wieder, wie sie sich erhebt, wie sie mit einigen wenigen Genossen, Karl Liebknecht, Franz Mehring und anderen, versucht nun wieder auf internationaler Ebene die Gegenwehr zu organisieren. Berlin, 1914, 30. September, also der zweite Monat des Krieges. Es gibt eine kleine sozialdemokratische Presseumschau, die heißt Sozialdemokratische Korrespondenz, ein Pressedienst. Das erste unabhängige Organ der Linken innerhalb der SPD, gegründet ein Jahr zuvor, 1913. Redakteure sind Rosa Luxemburg, Julian Machlewski und Franz Mehring. 1914 steht diese Zeitschrift schon unter Zensur, aber am 30. September kann der Artikel von Rosa Luxemburg Trümmer noch dort erscheinen. Es ist die Zeit tiefster Enttäuschung und Verzweiflung. Der zermalmende Zug des gegenwärtigen Weltkrieges hinterlässt allüberall auf weiten Länderstrecken und Meeren zunächst nichts hinter sich als Trümmer. Trümmer von Städten und Dörfern, Trümmer von zerschmetterten Festungen, Geschützen und Gewehren, Trümmer von riesigen Schlachtschiffen und kleinen Torpedobooten. Und dazwischen Trümmer von zerschmettertem Menschenglück. Hekatomben zerfetzter Menschenleiber, gemischt mit grauenhaften Aas verendeter Pferde, Hunde und verhungertem, verkohltem Vieh. Kriege ziehen sich wie ein blutiger Faden durch die ganze jahrtausendealte Geschichte der Klassengesellschaft. Solange es Privateigentum, Ausbeutung, Reichtum und Armut gibt, sind Kriege unvermeidlich und jeder Krieg verbreitet um sich Tod und Pesthauch, Vernichtung und Elend. Der gegenwärtige Weltkrieg übertrifft jedoch alles bisherige an Dimensionen, an Wucht, an tiefgreifender Wirkung. Nie waren so viele Völker, Länder, Weltteile von den Flammen des Kriegs auf einmal umfasst. Nie waren so gewaltige technische Mittel in den Dienst der Vernichtung gespannt. Nie waren so reiche Schätze der materiellen Kultur dem höllischen Sturm ausgesetzt. Der moderne Kapitalismus heult in dem jetzigen Weltorkan sein satanisches Triumphlied. Nur er vermochte in wenigen Jahrzehnten die schimmernden Reichtümer und die glänzenden Kulturwerke aufzutürmen, um sie dann in wenigen Monaten mit den raffiniertesten Mitteln in ein Trümmerfeld zu verwandeln. Nur er hat es fertiggebracht, den Menschen zum Fürsten der Länder und Meere und Lüfte, zum lachenden Halbgott und Beherrscher aller Elemente zu machen, um ihn dann unter den Trümmern der eigenen Herrlichkeit in selbstgeschaffener Qual wie ein Bettler elend verrecken zu lassen. Die schreienden inneren Widersprüche dieses Gesellschaftssystems, seine aufrüttelnde und umwälzende Kraft, das scharfe Auf und Ab seines Rhythmus, nie waren sie so deutlich, so hinreißend zu spüren, wie in diesem Weltkriege, dem größten Vernichtungswerk des Kapitalismus seit 2 Jahrhunderten.
einige Wochen später schreibt Luxemburg einen Brief an die Redaktion des Labour Leader, das ist eine linke Zeitschrift von linken Labour-Leuten in London. Für die internationale Solidarität heißt dieser Brief, der schon einige andere Akzente setzt als der Verzweiflungsartikel zuvor. An die Redaktion des Labour Leader London. Werte Genossen, mit Freude und mit tiefem Schmerz zugleich muss jeder deutsche Sozialdemokrat, der in seiner Gesinnung der proletarischen Internationale treu geblieben ist, die Gelegenheit ergreifen, um den Genossen im Auslande einen sozialistischen Brudergruß zu senden. Unter den mörderischen Schlägen des imperialistischen Weltkrieges ist unser Stolz und unsere Hoffnung, die internationale Arbeiterklasse, schmachvoll zusammengebrochen und am schmachvollsten allerdings unsere deutsche Sektion der Internationale, die an der Spitze des Weltproletariats zu marschieren berufen war. Es ist nötig, diese bittere Wahrheit auszusprechen, nicht um sich einer fruchtlosen Verzweiflung und Resignation zu ergeben, sondern im Gegenteil, um aus der rücksichtslosen Erkenntnis der begangenen Fehler und der vorhandenen Sachlage die verheißenden Lehren für die Zukunft zu schöpfen. Der internationale Sozialismus wurzelt zu fest und zu tief in den heutigen Verhältnissen, als dass es bei diesem Zerfall bleiben könnte. Der Imperialismus und seine schrecklichen Lehren sorgen selbst dafür, dass die proletarische Internationale aus den Trümmern wieder aufersteht, als einzige Rettung der Menschheit vor der Hölle einer verfallenden und historisch verwirkten Klassenherrschaft. Aus diesem Kriege werden die Volksmassen nur noch mit stürmischerem Drang unter unsere alte Fahne der sozialistischen Internationale zurückkehren, nicht um sie bei der nächsten imperialistischen Orgie wieder zu verraten, sondern um sie gegen die gesamte kapitalistische Welt, ihre verbrecherischen Ränke, ihre infamen Lügen und ihre elenden Phrasen vom Vaterland und von der Freiheit geschlossen zu verteidigen und auf den Trümmern des blutigen Imperialismus siegreich aufzupflanzen. Mit den herzlichsten sozialistischen Brudergrüßen, Berlin Südende im Dezember 1914, Rosa Luxemburg. Sie kann es also offensichtlich nicht lassen, die Rosa Luxemburg. Sie will ihre alte Internationale wieder haben, die jetzt doch so schmählich gescheitert ist. Lenin sieht das anders. Er sagt, diese alte Internationale, die hat sich liquidiert. Es hat auch keinen Sinn, die zu rekonstruieren. Wir brauchen eine neue Internationale, aus der nun ausgeschlossen sind auch alle die Teile der Arbeiterbewegung, die den Krieg unterstützt haben. Natürlich dann auch die deutschen Sozialdemokraten, von denen er fürchterlich enttäuscht gewesen ist. Es platzen im August 1914 erst einmal alle Illusionen, nicht nur die Illusionen darüber, dass die sozialistische Internationale den Krieg verhindern könne und anschließend, wenn sie es nicht verhindern könne, dann unter der Losung der Resolution des Stuttgarter Kongresses dann die Massen aufzurütteln, bis hin zum Sturz des Kapitalismus diese Illusion zerschellt. Es zerschellen übrigens auch in der Zeit die bürgerlichen Friedensillusionen. Es gab ja auch bürgerliche Friedensillusionen, nachdem man wie hypnotisiert vor 1914 auf dem Beginn des offensichtlich kaum noch zu vermeidenden Krieges
Staat gibt es auch wohlmeinende bürgerliche Humanisten, die auf etwas ganz anderes setzen, nämlich auf einen innerkapitalistischen Ausgleich, insbesondere über die Vereinigten Staaten von Europa. Das hat damals große Konjunktur, vor dem Ersten Weltkrieg und auch im Ersten Weltkrieg noch, dass man sagt, dieses ganze Desaster muss überwunden werden durch die Vereinigten Staaten von Europa. Rosa Luxemburg hat sehr früh dagegen Stellung genommen. Ich lese jetzt aus der Zeit von 1914 etwas vor aus einer Schrift von ihr, wieder in der Leipziger Volkszeitung, die sie überschrieben hat mit dem Titel Friedensutopien. Dort schreibt sie, die Vorstellung von den Vereinigten Europa sei, ich zitiere sie direkt, stets eine imperialistische Missgeburt gewesen. Weiter im Zitat. Die Losung des europäischen Zusammenschlusses kann objektiv innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft nur wirtschaftlich einen Zollkrieg mit Amerika und politisch einen kolonialpatriotischen Rassenkampf bedeuten. Die Idee der europäischen Kulturgemeinschaft ist der Gedankenwelt des klassenbewussten Proletariats völlig fremd. Nicht die europäische Solidarität, sondern die internationale Solidarität, die sämtliche Weltteile, Rassen und Völker umfasst, ist der Grundpfeiler des Sozialismus im Marxischen Sinne. Jede Teilsolidarität aber ist nicht eine Stufe zur Verwirklichung der echten Internationalität, sondern ihr Gegensatz, ihr Feind, eine Zweideutigkeit, unter der der Pferdefuß des nationalen Antagonismus hervorguckt. Ebenso wie wir stets den Pangermanismus, den Panslawismus, den Panamerikanismus als reaktionäre Ideen bekämpfen, ebenso haben wir mit der Idee des Paneuropäertums nicht das Geringste zu schaffen. Ende des Zitats. Es wird ein bisschen schwindelig, wenn man das liest, weil man sieht, ja, hier hat ja so 100% recht, aber zugleich schiebt sie sich jeden Boden, den sie unter den Füßen haben könnte, weg, weil er sagt, das kann es nicht sein. Nation taugt nichts, europäische Solidarität taugt nichts, es geht nur um das internationale Proletariat. Also sie macht sich die Aufgabe schwer, weil sie einfach nichts zulässt, was letzten Endes dann doch in die Katastrophe führt. Und die Katastrophe ist ja dann 1914 eingetreten und die Illusion des Vereinigten Staaten von Europas hat sich dann bewahrheitet, 1914, dann 1939. Immerhin gibt es dafür inzwischen den Friedensnobelpreis. Das ist ja auch was. Jetzt sind wir wieder im Ersten Weltkrieg. Rosa Luxemburg organisiert, es gibt eine kleine Gruppe, illegale Gruppe, die Gruppe Internationale, dann die Spartakusgruppe, die Teil der USPD ist, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei. Rosa Luxemburg immer mittendrin, aber immer nur kurz. Die meiste Zeit ist sie im Gefängnis. Und im Gefängnis erreicht sie nun die Nachricht von der Russischen Revolution 1917. Da ist sie natürlich elektrisiert und schreibt eine Schrift, die erst nach ihrem Tod veröffentlicht worden ist, zur Russischen Revolution. Und dazu hören wir jetzt Gerd Meyer. Gefängnis Breslau, 1918. In diesem Gefängnis sitzt Rosa Luxemburg bis zum 8. November 1918, also bis zum vorletzten Tag des Kaiserreichs. Während des Ersten Weltkriegs hat sie insgesamt 3 Jahre und 4 Monate in Gefängnissen und Festungen verbracht. Zuletzt, wie gesagt, in Breslau. Dort schreibt sie ihre Gedanken zur Russischen Revolution nieder. Diese Gedanken hat sie selber nicht mehr veröffentlichen können. Wahrscheinlich wollte sie sie auch später weiter bearbeiten. Die unvollendete Schrift über diese Russische Revolution ist dann einige Jahre später von Paul Levy 1922 veröffentlicht worden. Die Differenzpunkte zur Russischen Revolution sind oft hervorgehoben worden. Sie wehrt sich gegen die Auflösung der Konstituante,
in Petersburg, Januar 1918. Sie hatte eine andere Auffassung über die Agrarpolitik, die Bauernpolitik. Dort das alte Problem der Nationalitätenfrage. Sie sagt, diese Selbstständigkeitsbestrebungen nationaler Art, die sogenannte nationale Selbstbestimmung, die führt nicht zu einer fortschrittlichen proletarischen Position, sondern zu bürgerlich-reaktionären Verhältnissen. Sie tritt für Freiheitsrechte ein und das berühmte Zitat, Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden, das ist ja dann der Satz gewesen, der am meisten aus dieser Schrift zitiert worden ist. Aber die Schrift ist viel komplexer und sie beginnt mit einer Apotheose der russischen Revolution. Die russische Revolution ist das gewaltigste Faktum des Weltkrieges. Ihr Ausbruch, ihr beispielloser Radikalismus, ihre dauerhafte Wirkung strafen am besten die Phrase Lügen, mit der die offizielle deutsche Sozialdemokratie den Eroberungsfeldzug des deutschen Imperialismus im Anfang diensteifrig ideologisch bemäntelt hat. Die Phrase von der Mission der deutschen Bajonette, den russischen Zarismus zu stürzen und seine unterdrückten Völker zu befreien. Die Lenin-Partei war die einzige, die das Gebot und die Pflicht einer wirklich revolutionären Partei begriff, die durch die Losung alle Macht in die Hände des Proletariats und des Bauertums den Fortgang der Revolution gesichert hat. Was eine Partei in geschichtlicher Stunde an Mut, Tatkraft, revolutionärem Weitblick und Konsequenz aufzubringen vermag, das haben die Lenin, Trotzki und Genossen vollauf geleistet. Die ganze revolutionäre Ehre und Aktionsfähigkeit, die der Sozialdemokratie im Westen gebrach, war in den Bolschewiki vertreten. Ihr Oktoberaufstand war nicht nur eine tatsächliche Rettung für den russischen Sozialismus, sondern auch eine Ehrenrettung des internationalen Sozialismus. Zum Schluss dieser Schrift betrachtet Rosa Luxemburg die russische Revolution unter der Kategorie der historischen Möglichkeit. Wir alle stehen unter dem Gesetz der Geschichte. Und die sozialistische Politik lässt sich eben nur international durchführen. Die Bolschewiki haben gezeigt, dass sie alles können, was eine echte revolutionäre Partei in den Grenzen der historischen Möglichkeiten zu leisten imstande ist. Sie sollen nicht Wunder wirken wollen, denn eine mustergültige und fehlerfreie proletarische Revolution in einem isolierten, vom Weltkrieg erschöpften, vom Imperialismus erdrosselten, vom internationalen Proletariat verratenen Lande wäre ein Wunder. Worauf es ankommt in der Politik der Bolschewiki, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, den Kern von dem Zufälligen zu unterscheiden. In dieser letzten Periode, in der wir vor entscheidenden Endkämpfen in der ganzen Welt stehen, war und ist das wichtigste Problem des Sozialismus geradezu die brennende Zeitfrage, nicht diese oder jene Detailfrage der Taktik, sondern die Aktionsfähigkeit des Proletariats, die revolutionäre Tatkraft der Massen, der Wille zur Macht des Sozialismus überhaupt. In dieser Beziehung waren die Lenin und Trotzki mit ihren Freunden die Ersten, die dem Weltproletariat mit einem Beispiel vorangegangen sind. Sie sind bis jetzt immer noch die Einzigen, die mit Hutten ausrufen können, ich hab's gewagt. Dies ist das Wesentliche und Bleibende der Bolschewiki-Politik. In diesem Sinne bleibt Ihnen das unsterbliche geschichtliche Verdienst,
mit der Eroberung der politischen Gewalt und der praktischen Problemstellung der Verwirklichung des Sozialismus, dem internationalen Proletariat, vorangegangen zu sein und die Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit in der ganzen Welt mächtig vorangetrieben zu haben. In Russland konnte das Problem nur gestellt werden. Es konnte nicht in Russland gelöst werden. Es kann nur international gelöst werden. Und in diesem Sinne gehört die Zukunft überall dem Bolschewismus. Wir sehen, Rosa Luxemburg begrüßt die russische Revolution, aber sie analysiert sie zugleich und kommt zu dem Ergebnis, es handelt sich um eine notwendige, aber auch um eine notwendig verfrühte und insofern scheiternde Revolution. Scheiternde Revolution, weil sie in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern keine Parallele findet. Notwendige, aber auch notwendig scheiternde Revolutionen kennen wir aus der Geschichte, aus der englischen Revolution des 17. Jahrhunderts, der Revolution der Dicker und der Leveller, das endete in einer bürgerlichen Revolution. Dann die Jakobiner im 18. Jahrhundert, ja, die wurden hier gefeiert von Rosa Luxemburg, aber 1794 wurden die Jakobiner dann auf die Guillotine geschickt. Das muss studiert werden. So wie die Pariser Kommune dann, deren 150. Jubiläum übrigens im März, am 18. März auch haben, so wie die Pariser Kommune durch Marx analysiert worden ist. Rosa Luxemburg schrieb nicht gegen die russische Revolution, sondern für die russische Revolution, aber sie analysiert vorwegnehmend eine bereits im Vorhinein gescheiterte Revolution. Dann kritisiert sie Einzelmaßnahmen. Bis dahin waren alle sozialistischen Parteien der Ansicht, dass Grund und Boden in öffentliches Eigentum gehörten, auch in Russland. Was machen? Es gab eine Partei, die die Privatisierung der großen Güter, sie waren ja privat in den Händen der Großgrundbesitzer, und eine Partei wollte, dass dieser Großgrundbesitz aufgeteilt wurde in Privatbesitz der einzelnen Bauern. Das Land denen, die sie bebauen, das waren die Bauern. Und das waren die Sozialrevolutionäre, die Partei der Bauern. Was machen die Bolschewiki? Sie überholen die Sozialrevolutionäre rechts, indem sie sagen, nein, das wird aufgeteilt. Die Bauern sollen, die jetzt noch da für den Zaren da an der Front sind, sollen die Front verlassen und nach Hause gehen und sich ihren Anteil am Land sichern. Damit sorgen die Bolschewiki für die Zerstörung der zaristischen Revolution. Damit sorgen die Bolschewiki für die Zerstörung der zaristischen Armee. Mit der Forderung, ihr kommt nach Hause und ihr dürft weiterhin arbeiten auf den großen Landwirtschaften, die bisher nur die Adligen hatten, aber jetzt sind es Genossenschaften, das wäre keine zündende Parole gewesen. Auch Privateigentum für die Bauern, das waren zündende revolutionäre Forderungen, die einerseits revolutionär war, andererseits natürlich reaktionär, weil sie das Privateigentum wieder fördern. Und das wurde gemacht und auf diese Weise ist zweifellos durch die Privatisierung des Großgrundbesitzes ein großer Sprengsatz unter dem Thron des Zaren gezündet worden. Aber um den Preis, dass nun dann anschließend wir einen riesigen landwirtschaftlichen Privatbesitz haben und anschließend dann 14 Jahre später Stalin einen blutigen Krieg gegen die Kulak führt. Dann gegen die Nationalstaaten. Also was Rosa Luxemburg nun überhaupt nicht gebrauchen konnte, waren die Nationalstaaten. Also zum Beispiel, dass die Ukraine nun plötzlich ein Nationalstaat sein sollte, das ging ihr nicht in den Kopf rein. Das sagte ja, da könnte man gleich auch Mecklenburg-Vorpommern auch zu einem eigenen Nationalstaat ausrufen, als Nationaldichter von Mecklenburg-Vorpommern Fritz Reuter ausrufen. Das ist der Provinzialismus, das geht überhaupt nicht. Die Bolschewiki aber haben, wie der amerikanische Präsident Wilson, das Selbstbestimmungsrecht der Nationen ausgerufen. Und da haben wir nun ein selbstständiges Finnland, eine selbstständige Ukraine und so weiter. Alles
Schön und gut, aber das sind alles das widerspricht natürlich dem Prinzip des Internationalismus. Aber zugleich ist nun also die Anstachelung, sagen wir, des Nationalismus durch die Bolschewiki, um es ganz grob zu sagen, natürlich auch ein Sprengsatz unter dem Thron des Zaren gewesen. Also Rosa Luxemburg hätte wahrscheinlich die russische Revolution nicht gemacht, aber sie hätte wahrscheinlich sich nur auf das Weltproletariat berufen. Das hätte ihr wohl wenig geholfen. Mehr hat der russischen Revolution der russische Bauer geholfen und der nationalistische Ukrainer, objektiv. Also ohne die Entscheidung der Bolschewiki in der Agrarfrage hätte es keine Oktoberrevolution gegeben. Dann natürlich der berühmte Satz 2, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenken. Das ist der klassische Satz aus dieser Schrift, ist eine Kritik, eine zutreffende Kritik, bei der nun Rosa Luxemburg nun allerdings dann auch natürlich den neuen Staat, der da entsteht aus der bolschewistischen Revolution, dann zur Disposition gestellt hat. Das passt in ihre langfristige Vorstellung von Revolutionen. Wenn natürlich einer dann Volkskommissar für Nationalitätenfragen ist, wie Stalin und so, muss er das wohl anders sehen. Es kommt dann die Novemberrevolution. Und in der Novemberrevolution, ja, soll ich es hart sagen, ist Rosa Luxemburg verurteilt zur Rolle und Aufgabe einer richtig analysierenden, wortgewaltigen Randfigur. Ihre Artikel in der Parteizeitung Rote Fahne predigen literarisch wertvoll schon zu Bekehrten. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht haben noch nicht einmal ein Mandat bekommen für den Reichsrätekongress. Wir werden ja hoffentlich im August etwas zu Karl Liebknecht zu sagen haben, der auf einem Lastwagen durch Berlin fährt, wahrscheinlich mit Megafon, hinter ihm revolutionäre Arbeit, aber mehr als 1000 werden es da nicht gewesen sein. Und woanders macht wird die Politik von Ebert und Scheidemann und Noske und dem Militär gemacht. Rosa Luxemburg kannte das deutsche Proletariat nicht. Das deutsche Proletariat, das sie kannte, war das durchaus proletarische Publikum ihrer Massenversammlung, das sie gefeiert hat. Das waren schon Bekehrte. Ihre Dienstmädchen gehörten zum deutschen Proletariat, ja. Aber sie kannte das deutsche Proletariat nicht. Und das hat ihr schärfster Gegner innerhalb der SPD, aber durchaus ein scharfsinniger und persönlich wahrscheinlich anständiger Mann, dann nach ihrem Tod über sie geschrieben. Eduard Bernstein schrieb, sie, Rosa Luxemburg, hat in der Einschätzung der Tragkraft der Revolution geirrt und ihre im Krieg erschienene, glänzend abgefasste Schrift über die Krise der Sozialdemokratie zeigt auch, warum sie irren musste. Vor ihrem geistigen Auge stand und in ihrer Seele lebte ein aus der Abstraktion abgeleitetes Proletariat, dem das wirkliche Proletariat nicht entsprach. So weit das Urteil von Eduard Bernstein, der ihr persönlich versuchte, gerecht zu werden, aber mit seinem Urteil nicht in den Berg halten wollte. Was war dann unter diesen Voraussetzungen ihr wertvollerer Beitrag zur deutschen Revolution? Dazu gehörte ihre innerparteiliche Kritik auf ihre Programmrede an der Jahreswende 1918-19 vor der Gründung der KPD, war ihre Kritik an der revolutionären Überhastung. Bei ihr hatte der Kapitalismus zweifellos auch eine kürzere Perspektive, als er sie real hatte. Wir sind im 21. Jahrhundert immer noch im Kapitalismus. Aber ihre Genossen, die hatten eine noch kürzere Perspektive. Sie wollten die Revolution sofort, und zwar als endgültige. Und da sah sie allerdings, dass zunächst einmal die bürgerliche Revolution, erst die Revolution eine bürgerliche war und dass in dieser bürgerlichen Revolution nur das Proletariat eine Aufgabe hatte, und dass diese Revolution, eine langfristige Revolution, nur Ziel eines langfristigen Prozesses von Siegen und Niederlagen und Wiedersiegen war und dass Voluntarismus zur Katastrophe führen musste. Und es gab Voluntarismus. Eigentlich war in ihren Augen die Gründung der KPD schon verfrüht, weil sie der Ansicht war, es wäre besser gewesen, dann innerhalb der USPD und der Gewerkschaften dann
die Revolution voranzutreiben und nicht eine Sekte zu gründen. Denn zunächst einmal ist die KPD ja nun bis 1920 eine Sekte gewesen. Und sie war für die Beteiligung an den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919, auch wenn sie wusste, dass die KPD, wenn sie schon mal gegründet war, da nur wenige Stimmen bekommen hätte, aber ein Wahlkampf und die Beteiligung am Kampf um parlamentarische Mandate ist auch die Auseinandersetzung mit den Massen und Teil eines Revolutionsprozesses und eines Lernprozesses. Und sie ist von ihren eigenen Genossen auf dem ersten Parteitag in dieser Frage schon überstimmt worden. Sie war also innerhalb der KPD isoliert. Sie hat sich also nur zögernd an der KPD-Gründung beteiligt. Im Unterschied zu Liebknecht, der wohl ein sehr impulsiver Mensch gewesen ist, wie sein Alter Wilhelm Liebknecht auch, und der Feuer und Flamme war und dann sich sogar noch in einen Revolutionsausschuss wählen ließ, der völlig einflusslos war. Rosa Luxemburg war eine Gehetzte. Sie irrte von einem Quartier ins andere. Sie lebte in der Revolution, ständig in der Illegalität. Oben sitzt dann schon der Friedrich Ebert und sitzt die sozialistische Regierung des Rats der Volksbeauftragten. Und unter dem Rat der Volksbeauftragten wird sie von einem Versteck zum anderen gehetzt, wie Erich Honecker unter der Regierung Modrow, kann man sagen. Sie ist in der eigenen Revolution also isoliert. Der Unterschied zwischen Modrow und Ebert ist natürlich, dass Modrow nicht schuldig war an dem, was passiert ist, sondern dass der Westen da schon mitregiert hat. Aber unser Jubilar Friedrich Ebert ist derjenige, der zusammen mit seinem Kumpel Noske und der Garde-Schützendivision Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hetzt und dann auch zur Strecke bringt. Und jetzt kommen wir, glaube ich, dann zu den letzten Äußerungen von Rosa Luxemburg am Ende ihres Lebens. Berlin, der 14. Januar 1919. Rote Fahne, die Zeitung der KPD, Nummer 14. Der Artikel „Die Ordnung herrscht in Berlin" ist der letzte Artikel, der zu Lebzeiten Rosa Luxemburgs veröffentlicht worden ist. Am nächsten Tag ist sie ermordet worden. „Ordnung herrscht in Berlin", verkündet triumphierend die bürgerliche Presse, verkünden Ebert und Noske, verkünden die Offiziere der siegreichen Truppen, denen der Berliner kleinbürgerliche Mob in den Straßen mit Tüchern winkt, mit Hurra zujubelt. Der Ruhm und die Ehre der deutschen Waffen sind vor der Weltgeschichte gerettet. War ein endgültiger Sieg der revolutionären Proletarier in dieser Auseinandersetzung, war der Sturz der Ebert-Scheidemann und eine Aufrichtung der sozialistischen Diktatur zu erwarten? Gewiss nicht, wenn man alle Momente reiflich in Betracht zieht, die über die Frage entscheiden. Die wunde Stelle der revolutionären Sache in diesem Augenblick, die politische Unreife der Soldatenmasse, die sich immer noch von ihren Offizieren zu volksfeindlichen, gegenrevolutionären Zwecken missbrauchen lässt, ist allein schon ein Beweis dafür, dass ein dauernder Sieg der Revolution in diesem Zusammenstoß nicht möglich war. Andererseits ist diese Unreife des Militärs selbst nur ein Symptom der allgemeinen Unreife der deutschen Revolution. Das platte Land, aus dem ein großer Prozentsatz der Soldatenmasse stammt, ist nach wie vor noch von der Revolution kaum berührt. Berlin ist bislang noch vom Reich so gut wie isoliert. Sodann sind, was nur der tiefere Zusammenhang jener politischen Unfertigkeiten der Revolution,
die wirtschaftlichen Kämpfe die eigentliche vulkanische Quelle, die den revolutionären Klassenkampf fortdauernd speist, erst im Anfangsstadium begriffen. Der zwiespältige Charakter dieser Krise, der Widerspruch zwischen dem kraftvollen, entschlossenen, offensiven Auftreten der Berliner Massen und der Unentschlossenheit, Zaghaftigkeit, Halbheit der Berliner Führung ist das besondere Kennzeichen dieser jüngsten Episode. Die Führung hat versagt, aber die Führung kann und muss von den Massen und aus den Massen heraus neu geschaffen werden. Die Massen sind das Entscheidende. Sie sind der Fels, auf dem der Endsieg der Revolution errichtet wird. Die Massen waren auf der Höhe. Sie haben diese Niederlage zu einem Glied jener historischen Niederlagen gestaltet, die der Stolz und die Kraft des internationalen Sozialismus sind. Und darum wird aus dieser Niederlage der künftige Sieg erblühen. Ordnung herrscht in Berlin. Ihr stumpfen Schergen, eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein. Rote Fahne, Berlin, Nummer 14 vom 14. Januar 1919. Schluss 14, viertes Kapitel. Was bleibt? Soweit ich sehe, bleibt zweierlei. Von Rosa Luxemburg. Erstens die zutreffende Analyse der Akkumulation des Kapitals und deren Konsequenzen, einschließlich des Krieges. Und zweitens darauf folgend Kampf gegen die Kriegsgefahr. Das war's für heute. Jetzt gehen wir mal aus dem Bild. Möchtet ihr nicht noch ein paar Fragen beantworten, die es im Chat gibt? Oder? Ach so, okay. Ja, wir sind da. Okay. Wir wollten gerade ins Bett gehen, aber na gut, also dann. Machen wir doch nur noch ein paar Fragen, weil es auch okay. Schon spät ist. Also die eine Frage ist, ob man Rosa Luxemburg als Feministin bezeichnen könnte. Das? Nö. Nö. Also davon ist nichts bekannt. Sie hat sich, soweit ich weiß, dazu nicht geäußert, außer in Briefen an ihre Freundin Clara Zetkin, die nun eine Feministin war. Und Rosa Luxemburg hat diese Arbeit Clara Zetkin überlassen. Nicht, dass sie gegen den Feminismus gewesen war. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn so richtig zur Kenntnis genommen hat. Außer, dass sie natürlich Clara Zetkin zur Kenntnis genommen hat, war ihre Freundin. Aber nein, mir ist nicht bekannt. Gerd, weißt du was? Eine Arbeitsteilung zwischen Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Also Gerd meint, es war Arbeitsteilung zwischen Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Also ich kenne einen Text, wo sie sich zu Frauenwahlrecht äußert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Brief an Clara Zetkin gewesen ist oder nicht. Gerd, komm. Ich habe die Frage nicht verstanden. Es gibt ein. Wiederholen wir die Frage nochmal. Die Frage lautete, ob man Rosa Luxemburg als Feministin bezeichnen konnte. Und ich habe nur gesagt, dass mir ein Text von ihr bekannt ist, wo sie sich zu Frauenwahlrecht geäußert hat. Und ich bin mir da aber nicht sicher, ob es ein Brief gewesen ist oder nicht. Nur für das Frauenwahlrecht waren ja viele. Das gehört mit zu den demokratischen Forderungen.
mit zu ihrem Kampf gegen das preußische Dreiklassenwahlrecht, das selbstverständlich natürlich die Frauen einbezogen werden müssen in den Wahlprozess. Das war eigentlich nicht feministisch, das war radikaldemokratisch und wurde von vielen anderen auch geteilt. Ja, eine Frage war auch noch, der Satz, der Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden, wird ja gerne in allen politischen Lagern zitiert, aber in welchem Kontext wurde das gesagt? Ich glaube, das wurde bereits erwähnt im Stream, falls mich das nicht täuscht. Das ist der klassische Satz, der immer wieder zitiert wird. Das ist ein Satz, den sie an den Rand geschrieben hat und der aber in der Edition, auch wie sie in der DDR entstanden ist, da markiert worden ist als ein authentischer Text. Und das ist ihre Position, dass im Kontext der Auflösung der Konstituante in Russland, also im Januar 1918, auch Freiheitsrechte, Pressefreiheit und so weiter, einen legitimen und notwendigen Platz im Revolutionsprozess haben müsse. Die Bolschewiki haben ja selber dazu gestimmt, die Konstituante erstmal zu wählen und sind dann aber in der Konkurrenzsituation Sowjets kontra Konstituante, haben sie sich auf die Seite der Sowjets gestellt, wo sie auch eine sichere Mehrheit hatten, wohin die Masse der bäuerlichen, der bürgerlichen Stimmen ihnen keine Mehrheit in der Konstituante gegeben hat. Das ist ein Prozess der Ungleichgewicht, der Macht gewesen. Rosa Luxemburg kritisiert diese Auflösung der Konstituante, obwohl sie dann in der deutschen Revolution zunächst ja gegen die Beteiligung an der Nationalversammlung eintritt, aber dann später, nachdem klar wurde, dass diese Wahl stattfinden wird, sie dazu aufgerufen hat, an der Wahl der Nationalversammlung teilzunehmen, wobei sie aber keine Mehrheit in der neu gegründeten KPD gefunden hat, sodass die KPD nicht bei den Wahlen aufgetreten ist. Das alte Problem der bürgerlichen der Freiheitsrechte in der proletarischen Revolution ist ja oft diskutiert worden. Und auch bei Lenin selber gibt es ja verschiedene Positionen dazu. Es gibt ja keine Doktrin, die er vertreten hätte, dass von vornherein diese bürgerlichen Vertretungsorgane keine Rolle mehr spielen sollten in der russischen Revolution. In der zugespitzten Situation, dann Winter 1917-18, gibt es ja da diese Konflikte zwischen den Sowjets, die in den Hauptstädten schon längst gesiegt hatten, also nicht nur Moskau, Petersburg, auch in fast allen anderen großen Industriestädten auf der einen Seite und dieser Konstituante, die noch irgendwie eine Position vertreten hat, wie Lenin sagte, das gestern der Revolution vertreten hat. Also die war ja noch gewählt worden nach Wahllisten, wie sie vor der Oktoberrevolution formuliert worden waren und die wesentlichen Punkte, die die Revolution seither real vollzogen hatte, also vor allem das Dekret über den Frieden, zweitens das Dekret über Land und das drittens über die Arbeiterkontrolle, die waren ja schon gesetzmäßig fixiert worden von der Revolution und standen dann im Widerspruch zu der Position der Konstituante, die diesen entscheidenden Schritt, gerade in der Friedensfrage, ja nicht mit vollzogen hat. Von daher schien es den Bolschewiki legitim zu sein, diese Konstituante aufzulösen, zumal auch ihre Machtbasis eigentlich gar nicht da war. Rosa Luxemburg war nicht dieser Position, wie sie dann formuliert hat in ihrer Schrift über die russische Revolution. Sie stellte sich eine Kooperation oder eine Koexistenz beider Machtfaktoren in irgendeiner Form vor. Das Problem ist, dass sie nicht genaues Material über die russische Entwicklung hatte in ihrem Breslauer Gefängnis, was sie dann später noch weiter hätte schreiben können, weiter nachdenken können über Russland, das wissen wir nicht. Sie ist dann ja Anfang des Revolutionsprozesses gleich ermordet worden. Habt ihr noch Fragen?
Ja, eine weitere Frage ist, inwiefern kann man von einer notwendig gescheiterten Revolution sprechen, wenn Rosa Luxemburg die russische Revolution 1917 als Aufgabe für das deutsche Proletariat sieht und dann die proletarische Revolution in Deutschland und damit die Revolution für Neu Weltrevolution für 1918 für möglich hielt? Rosa Luxemburg steht ja in Solidarität mit der russischen Revolution, sieht, dass der erste Schritt wäre, aber die Situation war ja nicht so, dass dann die Revolution siegreich von Land zu Land geschritten wäre. Sie war ja auch dann gegen den Brester Frieden, März 1918. Als die russische Revolution in diesem Widerspruch stand, entweder den Krieg fortzusetzen oder aber nicht. Und der Brester Frieden war dann schon etwas für die Isolierung, sprach schon für die Isolierung der russischen Revolution, sodass die Widersprüche, dass der Sozialismus auf der einen Seite ein internationales Konzept war und dass die russische Revolution aber nur im nationalen Maßstab gesiegt hat, dass dieser Widerspruch von ihr klar erkannt wurde. Was sie zu den späteren Konzeptionen, wie sie in Sowjetrussland formuliert worden sind, der berühmte Sozialismus in einem Lande, gesagt hätte, wissen wir nicht. Wahrscheinlich hätte sie gesagt, das ist nicht möglich. Sozialismus ist ein internationales Konzept. Ja, aber das Gegenargument der Bolschewiki, was passiert, wenn, was sollen wir machen, wenn die Weltrevolution nicht stattfindet? Sollen wir die Macht wieder abgeben? Sollen wir den Kapitalismus wieder einführen? Sollen wir die proletarischen Positionen zurückführen? Oder sollen wir versuchen, das Beste daraus zu machen im Rahmen eines Neuaufbaus des Landes, einer Sozialisierung von Industrie, Landwirtschaft und so weiter, von einem Versuch, einen Sozialismus trotzdem irgendwie aufzubauen in den nationalen Grenzen. Das sind dann die Diskussionen der 20er Jahre, markiert durch die beiden Positionen Trotzki und Stalin als Gegenpole, eine Argumentation, die schon die ganzen Jahrzehnte vorher auch stattgefunden hat, unter anderem auch in der Schrift von Rosa Luxemburg über die russische Revolution. Wir sind noch begierig nach Fragen. Also es gibt noch einen Kritikpunkt, den einer vortragen möchte. Und zwar Bernd Klewitz schreibt, aber jetzt wirklich Luxemburg mit Honecker zu vergleichen, das ist schon mehr als geschichtsvergessen. Schade, Herr Fülbert, das ist nicht professionell. Ich wollte auch, dass die kritischen Stimmen hier zu Wort kommen können, weil Freiheit ist ja auch immer Freiheit der Andersdenkenden. Also vielleicht dazu kurz Stellung beziehen. Das war eine Intervention von Bernd Klewitz. Habe nicht Rosa Luxemburg mit Erich Honecker verglichen, sondern ich habe eine ähnliche, nicht eine gleiche Situation verglichen. Rosa Luxemburg ist ja, wir haben eine sozialistische Regierung in Deutschland seit November 1918 mit dem Rat der Volksbeauftragten, gestellt von der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei und der Mehrheitssozialdemokratischen Partei und am Ende des Jahres dann ausschließlich von der MSPD gestellt und unter der Verantwortung dieses MSPD-Rats der Volksbeauftragten wird Rosa Luxemburg verfolgt, die Situation der Verfolgten. Dann haben wir die Verfolgung des Erich Honecker in dieser Zeit, der ein ganz anderer Mensch war und auch ein ganz anderer Politiker war, unter einer Regierung, an der nach wie vor die SED beteiligt gewesen ist bis zum März 1990. Die Situation des Verfolgten, die nicht so tödlich geendet hat, das ist eine rein formale Analogie, und ich habe ja ausdrücklich gesagt, nun, der Ministerpräsident Modrow kann nur dafür gar nichts. Nicht? Die Volksmasse, die hätten den Erich Honecker wahrscheinlich gelyncht damals, wenn sie ihn in die Hände bekommen hätten. Es geht um die Situation der Verfolgung und nicht um die Situation der Schuld. Noske und
Friedrich Ebert sind schuldig am Tod von Rosa Luxemburg. Erich Honecker und seine Regierung, die sind unschuldig an dem, was passiert ist. Die Volksmassen waren bestimmt schlimmer als die Regierung und regiert, die Macht ausgeübt hat, schon längst in der noch weiter existierenden DDR, Helmut Kohl. Es geht also um den zwei Personen, die in einer formal ja, irgendwie legitimierten Regierung oder verfolgt werden. Nur dies. Ich weiß nicht, Herr Klebitz, würden Sie das akzeptieren? Jetzt frage ich, es interessiert mich. Also ich warte mal kurz, ob er sich im Chat wieder äußert. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch zuschaut, vielleicht nicht. Aber ich nutze dann die kurze Pause, um einen Aufruf zu machen. Und zwar, wenn euch der Stream gefallen hat und ihr mehr von sowas sehen wollt, dann würde ich euch bitten, mal auf dkp.de zu gehen und unter den Wahlbereich zu gehen und dort eine Unterstützungsunterschrift für eine Bundestagswahlkandidatur der DKP euch runterzuladen, auszudrucken und dann eine zu machen, damit wir antreten können. Wir brauchen pro Bundesland ungefähr 2000 und es wäre schön, wenn wir das erreichen. Und falls einer der Zuschauer das noch nicht gemacht hat, würde ich ihn aufrufen oder sie auch aufrufen, das zu machen. Ich sehe im Chat eine neue Frage, aber nicht eine Antwort vom Herrn Bernd Klewitz. Dann würde ich die neue Frage vorstellen und damit dann auch abschließen, außer er äußert sich noch. Und zwar, was würde Luxemburg zu den Klimastreiks von FFF sagen? Am besten hängt man sich natürlich an und sagt, als hätte sich bestimmt gefreut. Ich weiß es aber nicht, was sie sagen würde. Ich weiß es einfach nicht. Sie war ja nun fixiert auf die Bewegungen der Volksmassen in der Gestalt des Proletariats. Was sie zu einer nicht-proletarischen Bewegung gesagt hätte, als Rosa Luxemburg, die eben von 1871 bis 1919 gelebt hat, weiß ich nicht. Sie hätte vieles nicht vorhersehen können. Sie hat die Klimakatastrophe nicht vorhergesehen. Sie hat nicht vorhergesehen, dass es eine progressive bürgerliche Bewegung gibt. Sie hätte vielleicht diese Klimabewegung als eine bürgerliche Bewegung angesehen. Vielleicht hätte sie aber viel weiter gedacht als ich und hätte gesagt, ja, es ist eine neue Massenbewegung. Ich weiß es einfach nicht. Das ist eine historische Figur, die einige Dinge gesehen hat, die über ihre Zeit hinausgehen. Dazu gehört die Entdeckung der Permanenz, der Akkumulation des Kapitals und dann auch der Kriegsgefahr. Man soll sie also nicht in ein anderes historisches Kostüm zwängen, finde ich. Ich hoffe, dass es gut gefunden hätte. Ich weiß nicht, mit welcher Begründung. Okay, der Herr Bernd Klewitz hat geantwortet. Er hat gesagt, danke, Herr Füllbert, das ist schon interessant, aber eben nur eine formale Antwort. Ich glaube, diesen Streit könnte man wann anders zu Ende führen, weil es ist schon 9:30 und der Stream läuft schon seit über 2 Stunden, also seit fast 2 Stunden. Ja, dann würde ich vielleicht damit beenden und euch allen einen schönen Abend wünschen, außer du möchtest noch etwas dazu sagen. Ja, wir bedanken uns für die Geduld, dass man uns so lange zugehört hat. Ich glaube, wir hätten uns nicht so lange zugehört. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Jetzt gehen wir raus, ne? Komm raus.